Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. 1991, vielleicht erinnern Sie sich noch, wo Sie da waren. Vor 30 Jahren, das war kurz nach der Wiedervereinigung. Was alles passiert ist seitdem. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist groß geworden, hat enorm viel geschafft. Das wollen wir mit Ihnen zusammen feiern. Aber nicht nur das. Wir wollen auch Ideen entwickeln für die Zukunft und klären, was kommt da jetzt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Festveranstaltung 30 Jahre DBU nachhaltig in die Zukunft. Wir senden heute live aus der Nähe von Osnabrück. Osnabrück, wo die Deutsche Bundesstiftung Umwelt zu Hause ist. Und ja, wir machen das virtuell mit dem gebührenden Abstand. Darin sind wir ja mittlerweile alle schon gut geübt. Auch wenn wir Sie lieber hier gehabt hätten. Wir, das sind Alexander Bonde, der Geschäftsführer der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, und ich. Es umgeben uns nur noch Technikerinnen und Techniker. Auch Kolleginnen und Kollegen von Alexander Bonde sind da zur Unterstützung. Alles unter den gebotenen Hygienevorflagen. Eines Tages aber, da holen wir das große Treffen nach, versprochen. Aber auch digital wird das ein richtiges Fest. Denn wir haben tolle Gäste, die per Video zugeschaltet werden. Wir hören Franz Timmermans, den Vizepräsidenten der EU-Kommission, Bundeskanzlerin Angela Merkel, auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie alle werden zurückblicken, was schon getan wurde, bestimmt ein bisschen würdigen oder auch ein bisschen mehr. Vor allem aber werden auch Sie nach vorne schauen. Denn die Menschheit ist mit allem Eifer dabei, die Erde, ihre einzige Lebensgrundlage, zu zerstören. Entscheidende Frage, wie können wir künftig leben und wirtschaften, ohne den Planeten so an die Belastungsgrenzen zu treiben? Welche Ideen, ja Pläne, gibt es da? Und wie eigentlich lässt sich dafür in der Gesellschaft eine Mehrheit gewinnen? Auch das wollen wir klären im Talk mit einer der besten Meeresbiologinnen der Welt, mit einem der wichtigsten Regierungsberater, mit einer der engagiertesten Verbündeten, Vertreterinnen der Jugend und mit einer der bemerkenswertesten Theologinnen, die ein mittelständisches Unternehmen führt. Ich freue mich drauf und wie schön, dass Sie alle dabei sind. Als erstes begrüßt sie nun unsere Gastgeberin, die Kuratoriumsvorsitzende der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Rita Schwarze-Lühr-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Rita Schwarze-Lühr-Sutter, Ihre Bühne. Ich schicke aus der Ferne ein herzliches Applaus. Stellvertretend fürs Publikum. Vielen Dank, Frau Gersmann. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Vizepräsident, lieber Franz Timmermans, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Svenja Schulze, sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Alex Bonde, verehrte Mitglieder des Kuratoriums, meine Damen und Herren. Wenn man sich an den eigenen 30. Geburtstag so zurückerinnert, dann fällt mir ein, dass man in dem Alter doch schon einiges erlebt und vieles gelernt hat. 30-Jährige stehen meist schon mitten im Leben und haben gleichzeitig noch sehr viele spannende Lebensphasen, Entscheidungen und Erlebnisse vor sich. Und wenn ich als Vorsitzende des Kuratoriums der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Sie heute zu diesem digitalen Festakt begrüßen darf, dann finde ich, dass die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die DBU, genauso mitten im Leben steht. Schon viel erreicht, noch viel vor sich. Das Jubiläum fällt in eine gerade sehr herausfordernde Zeit. Unser Alltag ist stark betroffen. Wir alle sind gefordert, alltägliche Routinen zu hinterfragen und neu auszurichten. Immer wieder müssen wir alternative Wege ausprobieren. Wie diese Zeiten sind, merken Sie schon daran, wie dieser Festakt gestaltet ist. Heute feiert die DBU das erste digitale Jubiläum. Hier musste neu gedacht werden, war Kreativität erforderlich, konnten neue Potenziale entdeckt werden. Im Vorfeld haben bereits drei digitale Formate zu den Kernthemenfeldern der Stiftungsarbeit stattgefunden. Nachhaltiges Wirtschaften, Artenvielfalt und Wege aus der Klimakrise. Wir hatten Teilnehmende aus allen Teilen Deutschlands. Eine Reichweite, die in Präsenzformaten gar nicht denkbar wäre. Was wir als Gesellschaft brauchen, um gut aus der Krise zu kommen und optimistisch in die Zukunft zu schauen,
vereint sich in den Kernkompetenzen und Kernaufgaben der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Deren Aufgabe ist es, für Umweltentlastungen Innovationen zu erkennen, zu fördern und auch auszuzeichnen. Dafür braucht es einen wachen Blick und Offenheit für Neues. Es gehört auch dazu, altbewährtes und vordergründig Funktionierendes zu hinterfragen. Es erfordert Mut und Zuversicht, Neues, vielleicht auch Unbequemes auszuprobieren. Dies gepaart mit Professionalität, Sachverstand, Erfahrung und einem guten Gespür hat über die Jahre bei der DBU eine einzigartige Kultur der innovativen Projektförderung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geschaffen. Unerlässlich dafür, unsere Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltiger zu machen. Die DBU stellt sich immer wieder neuen Aufgaben. Sie ist wandlungsfähig und immer wieder dazu bereit, sich selbst zu hinterfragen. Das ist notwendig, um neue Lösungen denken zu können. Auch die Klimakrise, Biodiversitätskrise, die aktuelle Pandemie, alles Herausforderungen, die nur global bewältigt werden können und Lösungen benötigen, die auch funktionieren. Wir sind auf allen Ebenen aufgefordert, neue Wege zu gehen. Die DBU bringt die Eigenschaft mit, die es in einer sich immer schneller wandelnden Zeit auch braucht. Gerade Stiftungen wie die DBU können hier wichtige Impulse und Inputs liefern. Neues ausprobieren, etwas riskieren, neue Talente fördern. Das sind die Stichworte, die ich mit der DBU assoziiere. Stiftungen reagieren oft spontan auf neue Spannungsfelder. Sie haben auch eine besondere Rolle als Mittlerin und Kommunikatorin. Stiftungen können Dialog und Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft anregen. Erst das bringt die notwendige Geschwindigkeit für gesellschaftliche Transformationen. Diese Prozesse brauchen eine intensive Begleitung. Einigen geht das zu schnell, anderen zu langsam. Und genau hier haben Stiftungen eine wichtige Rolle. Sie begleiten die Prozesse, eröffnen neue Perspektiven, zeigen gangbare Wege auf und stellen dafür auch enorme Finanzmittel zur Verfügung. Wie schnell die DBU reagieren kann, hat sie im vergangenen Frühjahr wieder einmal unter Beweis gestellt. In kürzester Zeit wurden neue Projekte, die Wege aus der Corona-Krise aufzeigten und die gleichzeitig die umweltverträgliche Transformation der Gesellschaft in den Blick genommen und auf den Weg gebracht haben. Ja, Stiftungen sollen anstiften zu Mut, Wagnis, Optimismus und Innovation. Das ist das Wesen der DBU seit 30 Jahren. Ich bin sehr dankbar und es ist mir eine große Freude und Ehre, seit 6 Jahren als Vorsitzende des Kuratoriums die Stiftungsarbeit mit wunderbaren Kuratorinnen und Kuratoren mitzugestalten. Ich konnte viele tolle Projekte, Initiativen, Wissenschaftler und vor allem motivierte Menschen kennenlernen. Denn die DBU wäre ja nichts ohne Sie und vor allem all die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Abteilungen, im Stab des Generalsekretärs, im Naturerbe oder im Zentrum für Umweltkommunikation. Ohne Sie alle, ohne Ihre vielfältigen Hintergründe, Erfahrungen und Leidenschaft wäre die DBU nicht das, was sie ist. Für Ihren Einsatz zum Schutz der Umwelt und Natur möchte ich mich ausdrücklich ganz herzlich bedanken. Sie alle haben die DBU zu dem gemacht, was sie heute ist. Ich finde, ein Stern unter den renommierten europäischen Stiftungen. Im Leitbild der DBU steht, wir wollen nachhaltige Wirkung in der Praxis erzielen. Und zum Jubiläum kann ich Ihnen sagen, genau das tun Sie seit 30 Jahren. Und hier bleiben wir gemeinsam dran, mitten im Leben. Bis zum nächsten Jubiläum wünsche ich Ihnen weiterhin eine offene Haltung, Lust auf Neues, die Überzeugung an das Gelingen und vor allem ganz viel Erfolg beim sozial-ökologischen Wandel. Vielen herzlichen Dank. Rita Schwarzelius-Sutter, ganz herzlichen Dank Ihnen. Wo waren Sie denn 1991? In der SPD waren Sie damals noch nicht.
Stimmt, da war ich noch nicht in der Partei. Aber ich glaube, ich war gerade so, hatte gerade mein erstes Kind, mein kleines Kind, und dann ist man ja doch so hin und her gerissen zwischen Kind, Job, was man alles bewegen möchte. Und ich kann mich gut an diese Zeit erinnern. Ich glaube, das kommt so ähnlich wie bei vielen, die jetzt gerade Homeschooling, Homeoffice, allerdings war die Zeit damals besser, wir hatten keine Pandemie, aber so, da kann ich mich gut erinnern, in vielen Dingen unterwegs und neue Wege zu gehen, mit Kind in dem Fall. Vielen Dank, neue Wege gehen, Dankeschön, Rita Schwarzelür-Sutter. Und 1991 war auch kein einfaches Jahr, blicken wir noch mal ganz kurz zurück. Das wichtigste Ereignis des Jahres ist der Golfkrieg. UNO-Truppen unter Führung der Vereinigten Staaten erobern Kuwait von Irak zurück. Der erste gewählte Präsident Russlands heißt Boris Jelzin. Die Bundesrepublik wird von einer Welle der Gewalt gegen Ausländer erschüttert. Seitdem gilt Hoyerswerda als Fanal der Neonazis. Und irgendwo in einem Zipfel Niedersachsens, da wo Fuchs und Hase sich guten Tag sagen, weil es der norddeutsche Dialekt so will, so schrieb die Taz das mal später. Da nahm die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ihre Arbeit auf. Was sich seither getan hat und was aus der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geworden ist, das sehen wir jetzt, meine Damen und Herren. Film ab, bitte. Also Jahre Deutsche Bundesstiftung Umwelt, das heißt über 10.000 geförderte Projekte, über 1,8 Milliarden Euro, die wir gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern in Nachhaltigkeit, in Lösungen für aktuelle Umweltprobleme investiert haben. Wir haben uns damals entschieden, dass aus dem Erlös der Privatisierung von Salzgitter etwas Dauerhaftes bleibt. Die Stiftung hat es verstanden, Umweltschutz, Technologie und Wirtschaft miteinander zu verbinden und vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass im Mittelstand umweltfreundliche Technologie und Produkte entstanden sind. Ganz besonders ist in diesen 30 Jahren das Thema Klimaschutz immer stärker geworden und das Thema der Artenvielfalt, der Biodiversität. Ich bin stolz darauf, dass die DBU das Projekt Nationales Naturerbe gerettet hat, denn nur die DBU hatte die finanziellen Möglichkeiten, das Personal auf den Flächen der Bundesforsten zu übernehmen und zu bezahlen. Und das ist ein ganz großer Meilenstein in der Geschichte des Umwelt- und Naturschutzes in Deutschland. Als DBU sind wir überzeugt, die Märkte von morgen sind nachhaltig und auf Dauer sind die Unternehmen erfolgreich, die nachhaltig wirtschaften, die neue umweltgerechte Technologien entwickeln und die neuen ökologischen Geschäftsmodelle voranbringen. Dabei unterstützen wir. Wir sind 1991 mit einem Stiftungskapital von rund 2,5 Milliarden D-Mark, also knapp 1,3 Milliarden Euro, gestartet. Heute haben wir rund 2,3 Milliarden Euro, also etwa 1 Milliarde Euro mehr. Nachhaltigkeit ist seit mehr als 15 Jahren ein fester Bestandteil unserer Kapitalanlage. Wir haben Mindestquoten für nachhaltige Titel und investieren beispielsweise bei Anleihen verstärkt in Green Bonds. Wir investieren seit Jahren nicht mehr in Kohletitel und bauen unser Engagement in Wind- und Solaranlagen aus. Die Digitalisierung ist ein ganz großer Trend unserer Zeit. Und wir sehen die Digitalisierung auch als einen Schlüssel für Umweltprobleme, weil wir mit neuen Möglichkeiten hier arbeiten können, das Ressourcenproblem durch Kreislaufführung lösen können. Da gibt uns Digitalisierung viele neue Möglichkeiten an die Hand, gerade auch dem Mittelstand. Wir setzen auch gerade auf Startups. Wir haben ein eigenes Förderprogramm für grüne Startups gegründet, weil wir glauben, dass da ein unheimliches Innovationspotenzial da ist. Was für uns wichtig ist, ist auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Arbeit zu unterstützen. Deshalb haben wir ein Stipendienprogramm und unsere Stipendiatin Laura Stevens forscht hier an Oberflächen von Solarzellen, um hier noch mehr rauszuholen und noch effizienter zu werden.
In der Umweltkommunikation und der Nachhaltigkeitsbildung beschäftigen wir uns mit der großen Transformation hin zu einer nachhaltigen, sozial gerechten und lebenswerten Zukunft. Und da steckt in der Gesellschaft einfach noch unglaublich viel Potenzial. Zum einen braucht es natürlich Wissen, aber auf der anderen Seite braucht es auch Handlungskompetenzen, um diese Zukunft auch aktiv selbst mitgestalten zu können. Was uns in den letzten Jahren zunehmend beschäftigt hat, sind die sogenannten Wicked Problems, also Zielkonflikte auf diesem Weg hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, die sich nicht einfach so lösen lassen. Zum Beispiel der Konflikt zwischen Windenergie und Naturschutz oder die Frage nach der Nutzung von Flächen oder Wasser oder der Umgang mit Kulturgütern. Und die großen Herausforderungen der Zukunft in der Landwirtschaft, im Biodiversitätsschutz oder in der Energiewende lassen sich ohne gesellschaftliche Transformationsprozesse eigentlich nicht mehr denken. Über die Jahre ist die DBU gewachsen. Wir haben mit dem Zentrum für Umweltkommunikation unsere eigenen Expertinnen und Experten für Veranstaltungen, für Kommunikation. Unsere zweite Stiftungstochter, die DBU Naturerbe, verwaltet 70.000 Hektar Naturschutzflächen deutschlandweit. Und mit der DBU Naturerbe engagieren wir uns selber im Erhalt der Artenvielfalt, indem wir wichtige Lebensräume managen und hier selber Verantwortung für wertvolle Naturflächen übernommen haben. Nachhaltigkeit, Umweltschutz lebt auch immer davon, dass man Pionierinnen und Pioniere herausstellt. Und deshalb verleihen wir jedes Jahr den Deutschen Umweltpreis. Ich möchte mich vor allem auch bei den Kuratorinnen und Kuratoren bedanken, bei den DGU-Mitarbeitern und Mitarbeitern, weil wir haben in den vergangenen Jahren wirklich verantwortungsvoll und bewusst geguckt, wie können wir auch Anstöße geben, wie können wir ganz konkrete Probleme auch mit thematisieren und Lösungsmöglichkeiten anbieten. Für uns stehen die großen Zukunftsthemen hier auch im Fokus und mit der Circular Economy haben wir unheimlich spannende Möglichkeiten, Umweltschutz voranzubringen und gleichzeitig erfolgreich zu wirtschaften. Jahre Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Angeblich, so heißt es, hatte der damalige Präsident des Deutschen Naturschutzringes, Professor Wolfgang Engelhardt aus München, den Anstoß gegeben. Er hatte gute Kontakte zu Helmut Kohl, gute Kontakte zu Theo Weigel. Und der grüne Winfried Herrmann, der heute Verkehrsminister in Baden-Württemberg ist, sollte später mal sagen, es war eine der besten Entscheidungen Theo Weigels in seiner Amtszeit. Und heute, 30 Jahre später, meine Damen und Herren, gratuliert zum Jubiläum eine, die 1991 Bundesministerin für Frauen und Jugend war, 1994 dann Bundesumweltministerin wurde und heute Bundeskanzlerin ist. Ich freue mich sehr, dass Angela Merkel ein Grußwort spricht und eine Videobotschaft geschickt hat. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Kuratoriumsvorsitzende, sehr geehrter Herr Generalsekretär, sehr geehrter Herr Exekutivvizepräsident der Europäischen Kommission, lieber Franz Timmermans, sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Svenja Schulze, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Es ist nicht das erste Mal, dass ich der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zu einem Geburtstag gratuliere. Nicht zuletzt deshalb, weil ich mich ihrer Arbeit verbunden fühle. Und das sage ich nicht nur als ehemalige Umweltministerin. Nach Mauerfall und Wiedervereinigung stellte sich schnell heraus, dass weite Gebiete der ehemaligen DDR sowohl technologisch als auch ökologisch, zurückhaltend formuliert, sehr zu wünschen übrig ließen. Die Schadstoffbelastungen waren teilweise so hoch, dass die Sanierung auf viele Jahre in Anspruch nahm. Damals zeigte sich besonders eindringlich, dass eine gute Umwelt ein Wert an sich ist, aber auch als Standortfaktor große Bedeutung hat. In der Tat entwickelte sich Umwelt- und Naturschutz zu einem unverzichtbaren Teil des Transformationsprozesses. Und erheblichen Anteil daran hatte eben die neu gegründete Bundesstiftung. In ihren nunmehr 30 Jahren hat die DBU bundesweit über 10.000 Projekte gefördert,
viele Promotionsstipendien vergeben und Stiftungsprofessuren finanziert. Die DBU ist in Fragen eines nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens eine entscheidende Impulsgeberin für Wissenschaft und Praxis. Ihr Wirken ist gerade auch jetzt gefragt. Schließlich hat uns die Corona-Pandemie einmal mehr und das auf sehr dramatische Weise unsere Abhängigkeit von Natur und Umwelt ins Bewusstsein gerufen. Denn der Rückgang der Artenvielfalt und das Vordringen des Menschen in sensible Naturräume erhöhen die Gefahr der Übertragung von Krankheitserregern. Aus solchen Zusammenhängen Lehren zu ziehen, auch darin spiegelt sich der Wert der interdisziplinären Arbeit wider, wie sie die DBU leistet und fördert. Mit ihren zahlreichen Projekten ermutigt und befähigt die Stiftung zu mehr Klima-, Natur- und Umweltschutz. Und ich kann Sie nur ermuntern, machen Sie weiter so. Ihnen allen, die Sie sich in der und für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt engagieren, danke ich sehr herzlich für Ihre wertvolle Arbeit. Alles Gute und weiter viel Erfolg. Weitermachen, sagt die Bundeskanzlerin. Das ist Motivation und auch ein klarer Arbeitsauftrag. Wir schicken herzliche Grüße nach Berlin und sagen Dankeschön, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und einer, der sich, meine Damen und Herren, viel vorgenommen hat, ist Frans Timmermans. Er ist der erste Vize der EU-Kommission und EU-Klimakommissar. Er ist der Kopf hinter dem European Green Deal und jetzt ist er uns live zugeschaltet. Frans Timmermans, toll, dass Sie da sind. Wir sind gespannt auf Ihre Festrede. Bitte schön. Dankeschön für die Einladung. Ich finde es ganz toll, dass ich dabei sein darf heute. Sehr verehrte Damen und Herren, es ist eine wirkliche Freude, heute anlässlich der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehens der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zu Ihnen zu sprechen zu dürfen. Leider erlaubt es die derzeitige Corona-Lage nicht, dass ich vor Ort mit Ihnen dieses Jubiläum begehe. Aber glücklicherweise können wir heute zumindest digital zusammenkommen, um die wichtige Arbeit der DBU Revue passieren zu lassen und gemeinsam auf die Herausforderungen einer nachhaltigen Zukunft zu blicken. Heute, auf den Tag genau vor 30 Jahren, hat die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ihre Arbeit aufgenommen. 30 Jahre erfolgreiche Förderung innovativer und lösungsorientierter Projekte zum Schutz der Umwelt. 30 Jahre, in denen die Themen Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit stetig ihren Weg in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gefunden haben. Dazu gratuliere ich ganz, ganz herzlich. Nachhaltig in die Zukunft ist das bestimmende Thema unserer Zeit. Es ist noch nicht lange her. Da hat die Weltgemeinschaft 17 Nachhaltigkeitsziele beschlossen und sich im Pariser Klimaschutzabkommen darauf geeinigt, entschieden, den Klimawandel zu bekämpfen. Alle Staaten haben sich zur gemeinsamen Verantwortung bekannt, global für nachhaltige Lebensperspektiven zu sorgen, gerade auch im Blick auf jüngere Generationen. Wir denken dabei ja immer an unsere Kinder und Enkelkinder. Wir stehen meines Erachtens an einem entscheidenden Moment im Kampf gegen die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, die meines Erachtens auch unheimlich wichtig ist, dass wir die bekämpfen, dass wir auch, sagen wir mal, in der Gesellschaft mehr Bewusstsein haben, wie gefährlich diese Krise tatsächlich ist, sowie die Klimakrise. Die sogenannten Tipping Points kommen gefährlich nahe. Und offen gesagt haben wir nur noch wenige Jahre Zeit, um die notwendigen Änderungen unserer Politik vorzunehmen, wenn wir wirklich vermeiden wollen, dass diese kritischen Punkte erreicht werden. Ich will hier keine Doom-Rede halten, aber es ist wirklich 5 vor 12. Wir stehen deshalb am Beginn einer umfassenden Transformation, einer neuen industriellen Revolution. Wir müssen unsere Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig machen. Dafür bedarf es einerseits der Digitalisierung. Vor allem aber brauchen wir einen ökologischen Wandel. Und unser Aktionsfenster ist relativ klein. In Europa haben wir Ende 2019 den europäischen Grünen Deal auf den Weg gebracht. Eine ehrgeizige Strategie zur Umwandlung der EU in eine moderne, klimaneutrale, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Der europäische Grüne Deal ist ein offenes Bekenntnis dazu, dass wir die Grundlagen unserer Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweise aufrechterhalten und auch in Zukunft in Wohlstand leben wollen. Wir jetzt entschlossen handeln, investieren und einen politischen Kurs fahren müssen, dessen Erfolg sich daran misst, dass er auch für die Gesellschaften Schwächeren sorgt. Sonst wird es nicht
funktionieren. Und das gilt auch noch im Lichte der Corona-Krise. Die Corona-Krise hat uns alle unerwartet getroffen. Diese globale Gesundheitskrise und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen haben aber die anderen globalen Krisen nicht aufgelöst. Klimakrise, Biodiversitätskrise, Umweltverschmutzung und die übermäßige Nutzung unserer Ressourcen sind alle noch da, verstärkt da sogar. Und diese Krisen sind miteinander verknüpft. Der Klimawandel beschleunigt die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände. Der Verlust an biologischer Vielfalt und die nicht nachhaltige Nutzung der Natur sind wiederum wichtige Treibkräfte für den Klimawandel. Logisch, und alles ist auch noch verknüpft mit der Corona-Krise, mit den Pandemien, die wir leider Gottes nicht mehr vermeiden können. Logischerweise müssen auch die Lösungen miteinander verknüpft sein. Gesunde Ökosysteme tragen dazu bei, den Klimawandel einzudämmen und sich an den Klimawandel anzupassen und vermeiden auch wieder Pandemien. Deshalb ist der Europäische Grüne Deal politisch so stark wie vor der Krise. Er liegt in unserem eigenen Interesse. Die Beschleunigung des ökologischen und digitalen Wandels ist die Grundlage für die wirtschaftliche Erholung. Eine Rückkehr zu Business as usual darf es nicht geben. Nun ist es relativ einfach anzukündigen, bis 2050 klimaneutral sein und eine nachhaltige Wirtschaft aufbauen zu wollen. Die Ankündigung des Ziels ist wichtig, um Klarheit über die langfristige Perspektive zu schaffen. Aber tatsächlich über einen realistischen Plan zu verfügen, ist noch viel wichtiger. Und wir haben diesen Plan. Er nimmt immer mehr Gestalt an. In verschiedenen Strategien haben wir dargelegt, wie wir unsere neue Zukunft gestalten werden. Sei es in Bezug auf Energie, Industrie, Landwirtschaft, Lebensmittel oder biologische Vielfalt. Mit dem Europäischen Klimagesetz schreiben wir unser politisches Engagement für Klimaneutralität ins Gesetz. Und wir erhöhen unser Klimaziel für 2030. Nehmen Sie als Beispiel die Biodiversitätsstrategie für die Erhaltung der biologischen Vielfalt oder den Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel, eine nachhaltige Ressourcennutzung zu gewährleisten und den Verbrauch in ressourcenintensiven Sektoren zu reduzieren. Oder die vergangene Woche verabschiedete EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, unsere Anpassungsmaßnahmen zu verstärken, sowie sich auch um Klimasicherung, Aufbau von Resilienz, Prävention und Vorsorge zu kümmern. Da der Klimawandel trotz der Klimaschutzbemühungen weiterhin erheblichen Druck in Europa verursachen wird. David Attenborough hat das vorige Woche noch gesagt, der Klimawandel ist schon da. Oder nehmen Sie die Renovierungswelle, unser ambitioniertes Programm zur Gebäudesanierung in Europa. Mit der Renovierungswelle schaffen wir eine Win-Win-Win-Situation. Wir senken die Energiekosten und den Energieverbrauch privater Haushalte. Wir schaffen lokale Arbeitsplätze und wir erreichen deutliche Emissionsminderungen. Im Juni werden wir die Überarbeitung unseres Rechtsrahmens für Klima und Energie vorschlagen, die unsere ehrgeizigeren Ziele abdeckt. Das umfasst alles von Emissionshandelssystem bis hin zu neuen CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Und wir werden mit dem CO2-Grenzausgleichssystem fortfahren, damit wir das in Paris gegebene Versprechen einhalten können, ohne unangemessene wirtschaftliche Kosten tragen zu müssen, wenn unsere internationalen Partner nicht genügend Ehrgeiz zeigen. Und wir verfügen auch über die notwendige finanzielle Schlagkraft. Die Staats- und Regierungschefs der EU, und wir müssen wirklich der Bundesregierung danken dafür und auch Angela Merkel persönlich danken dafür, die haben den nächsten langfristigen EU-Haushalt und das Aufbauinstrument Next Generation EU mit der Verpflichtung zu einer grünen und digitalen Erholung von der derzeitigen Krise gebilligt. Und die Svenja Schulze hat so viel geleistet während der Präsidentschaft. Wir wären nicht hier mit dem Klimagesetz und mit diesen Ansätzen ohne diese gute Arbeit, diese hervorragende Arbeit der deutschen Bundesregierung.
Also sie erhält die Zusage, 37% ihrer Aufbau- und Resilienzfazilität, das sind 249 Milliarden Euro, in Projekte in Zusammenhang mit sauberer Energie zu investieren. Das haben alle beim EU-Haushalt und das Aufbauinstrument Next Generation EU verknüpft. Damit können wir die Wirtschaft ankurbeln und wir können auch Arbeitsplätze schaffen, damit die Wirtschaft auch wirklich etwas bringt, nicht nur für die großen Industrien, aber insbesondere für Arbeitsplätze, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es ist wichtiger denn je, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Angesichts der Haushalts- und Finanzlage nach dem Covid-19-Ausbruch können wir es uns nicht leisten, das Geld in Dinge zu investieren, die morgen verlorene Vermögenswerte werden. Das kann ich meinen Kindern und meinen Enkelsohn nicht erklären. Die werden dann die Lasten tragen müssen, wenn wir das jetzt falsch machen. Es ist wichtiger denn je, die richtigen Entscheidungen zu nehmen. Es ist ein moralisches Gebot und eine Frage des gesunden Menschenverstands, das Geld in unsere nachhaltige Zukunft und nicht in der Vergangenheit zu investieren. Zusätzlich zu den öffentlichen und auch privaten Investitionen sind auch private Investitionen und Innovationen erforderlich. Und ich sehe das auch im Privatbereich. Die Industrien sind dazu bereit. Ich habe das auch gesehen jetzt bei der deutschen Automobilindustrie, da hat sich viel geändert in sehr, sehr kurzer Zeit. Das ist unheimlich wichtig. Auf europäischer Ebene fördern wir Innovation mit Nachdruck. Allein der aus dem europäischen Emissionshandel finanzierte Innovationsfonds wird geschätzt über 10 Milliarden Euro verteilt über den kommenden 10 Jahre bereitstellen, um innovative, kohlenstoffarme Technologien zu fördern und auf den Markt zu bringen. Hinzu kommen Gelder aus anderen EU-Programmen, wie zum Beispiel Horizon Europe. Und die Nachfrage für die Förderung ist groß. Im Zuge des ersten Aufrufs in Höhe von 1 Milliarde Euro wurden 311 Projekte aus verschiedenen Sektoren und allen EU-Mitgliedstaaten eingereicht. Der kumulative Bedarf an Finanzmitteln lag bei über 21 Milliarden Euro, mit der Aussicht, während der Laufzeit der Projekte 1,2 Milliarden Tonnen CO2 zu vermeiden. Mehr als 35 der 311 Projektanträge wurden von deutschen Unternehmen eingereicht. Viele davon fokussieren sich auf Wasserstoff. Eine weitere Ausschreibung für Kleinprojekte mit einem Investitionsaufwand von weniger als 7,5 Millionen Euro läuft noch bis zum 21. März. Dafür hat die Kommission eine Summe von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Meine Damen und Herren, beim europäischen Green Deal geht es um die Menschen und unser tägliches Leben. Darum, wie wir produzieren, konsumieren, uns fortbewegen, unsere Häuser heizen oder kühlen, zusammenleben und arbeiten. Neben der Politik und der Gesetzgebung kommt den Bürgerinnen und Bürgern, den Gemeinschaften und den Organisationen in allen Bereichen unserer Gesellschaft und Wirtschaft eine wichtige Rolle zu. Deshalb haben wir auch den Europäischen Klimapakt ins Leben gerufen, damit jeder mitreden und sich beteiligen kann, wenn neue Klimaschutzmaßnahmen konzipiert, Informationen ausgetauscht, Maßnahmen auf Bürgerebene ergriffen und Lösungen vorgestellt werden. Andere können sich dann daran anschließen. Ich muss es deutlich sagen, der notwendige Wandel wird nur zu schaffen sein, wenn alle an einen Strang ziehen. Wir brauchen eine Art Wettbewerb der Ideen und müssen gute Ideen auch entsprechend fördern. Und vor allem dürfen wir niemanden zurücklassen. Der digitale und ökologische Wandel wird eine Riesenherausforderung. Manche Regionen, Industrien und Menschen werden es schwieriger haben als andere. Nicht alle verfügen über die gleichen finanziellen Mittel, um den Herausforderungen zu begegnen. Der Arbeit der DBU kommt bei einer Gestaltung des Wandels eine wichtige Rolle zu. Wir brauchen mehr denn je eine gezielte und zukunftsgerichtete Förderung vielfältiger Projekte zum Schutz der Umwelt, und zwar auf allen Ebenen, damit Forschung, Fortschritt, Klima- und Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften alle Hand in Hand gehen. Lassen Sie uns also weiterhin unsere Kräfte bündeln für grünes Wachstum
und eine gesunde Zukunft für alle. Lassen Sie uns das Jahr 2021, das 30. Jahr des Bestehens der DBU, zu einem Jahr machen, von dem wir in 10 oder 20 Jahren unseren Kindern und Enkelkindern sagen, dass wir die entscheidenden Schritte getan haben, die uns auf den Weg zu einer echten und nachhaltigen Entwicklung gebracht haben. Wir haben jetzt diese Chance, aber wir haben nur sehr, sehr wenig Zeit, das zu tun. Wir können es, aber dann müssen wir es jetzt machen. Vielen Dank und weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit. Franz Timmermans, ganz herzlichen Dank an Sie. Sie sagen, es gibt keine Zeit zu verlieren. Es darf keine Rückkehr zum Business as usual gehen. Und wir müssen alle an einem Strang ziehen. Jetzt gucken wir noch mal kurz zurück. 1988 war das. Da ist der Weltklimarat gegründet worden. 1990, in den Anfängen, hat Deutschland eine Kreislaufwirtschaft ersonnen. Und da sah es so aus, als würde die Politik Klimaschutz, Ressourcenschonung sehr, sehr ernst nehmen. Dann kam die Wiedervereinigung und dann mussten sich alle um Arbeitslosigkeit und die Wirtschaft kümmern. Die stand plötzlich wieder im Vordergrund. Der Umweltschutz eigentlich ist eher so ein bisschen nach hinten gerutscht in der Aufmerksamkeit. Was glauben Sie, wie sicher sind Sie sich, dass wir jetzt den Dreh hinkriegen? Sehr sicher? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube eher nicht. Franz Timmermans, hören Sie uns? Ich habe es jetzt gehört. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Super. Ja. Sie sind ja selber nicht als Umweltpolitiker zur EU gekommen. Gab es bei Ihnen irgend so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, hey, Moment, Leute, so können wir nicht weitermachen? Ja, ich glaube, als ich in meiner vorigen Rolle an Plastik gearbeitet habe, als ich Einwegsplastiken, die uns so verschmutzen, wo wir sehen, wie Mikroplastiken eine Bedrohung sind für unsere Gesundheit, dass es in 50 Jahren mehr Plastik als Fisch in den Ozeanen geben würde. Das war für mich ein wirkliches Aha-Erlebnis. Und seitdem arbeite ich nur noch an diesem Projekt. Ja, und jetzt sind Sie wahnsinnig mächtig. Sie sind als Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission einer der mächtigsten innerhalb des EU-Institutionengefüges, würde ich mal sagen. Sie sind derjenige, der den Green Deal steuert. Sie sind Klimakommissar. Ihnen unterstehen neben vielen anderen die Energiekommissarin, der Umweltkommissar und, aufgepasst, der Agrarkommissar auch. Sie haben sich vorsichtig ausgesprochen, kritisch zum Reformeifer der Agrarministerin geäußert. Ich frage mal so, passt die Agrarpolitik, die da gerade angedacht wird, eigentlich zu Ihrem Green Deal? Noch nicht. Was muss passieren? Wir müssen noch verhandeln mit dem Europäischen Parlament und mit dem Rat. Die Position, wo der Rat sich auf geeinigt hat, leider ist es auch unter deutschem Vorsitz passiert, ist nicht eine Position, die kompatibel ist mit unseren Zielen im Green Deal. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das noch ändern. Wir haben dazu noch ein bisschen Zeit, wird nicht leicht, aber wir können in den kommenden Monaten noch verhandeln. Wenn wir nahe an der Position des Europäischen Parlaments gelangen würden, insbesondere bei den Eco-Schemes, das sind Unterstützungsprogramme für Landwirte, die gerne umschalten wollen auf ökologische Landwirtschaft. Wenn wir das schaffen, dann können wir fast noch gerade innerhalb unseres Ziels bleiben. Aber wie es jetzt ist, noch nicht. Und Europa ist ja nicht die einzige Baustelle. Auch international muss sich ja eine Menge tun. Nun haben Sie bereits mit dem neuen US-Klimabeauftragten John Kerry telefoniert. Wie war Ihr Eindruck? Was tut sich da in den USA, ja, aber auch auf der internationalen Bühne insgesamt? Ja, John Kerry kenne ich schon seit vielen Jahren. Ich war Außenminister, als er Secretary of State war. Also wir haben schon viel zusammengearbeitet. Wir sind auch Freunde. Die haben ein bisschen Nachholbedarf, denn Europa hat einen Vorsprung. Aber die werden das sehr schnell aufholen. Und wir werden in Schulterschluss mit den Amerikanern dafür arbeiten, dass das internationale Treffen COP26 in Glasgow im November ein Erfolg wird. Wir brauchen unbedingt einen Erfolg. Wir müssen dafür sorgen, dass die ganze Welt beschleunigt.
bei den Klimazielen. Wir Europäer sind soweit, die Amerikaner sind auch soweit. Es wird uns auch gelingen, die Chinesen zu überzeugen, glaube ich. Jetzt müssen wir noch arbeiten mit Indien und noch ein paar von unseren etwas schwierigeren Partnern. Aber ich glaube, es wäre möglich, auch dank der Amerikaner, aber mit unter europäischen Führung, mit deutscher Führung, einen Erfolg zu erreichen in Glasgow. Franz Timmermans, ganz herzlichen Dank und vielen Dank auch für Ihren Optimismus. Wir freuen uns sehr, dass Sie da waren. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg. Alles Gute und passen Sie gut auf sich auf. Dankeschön, Franz Timmermans. Dankeschön, alles Gute. Meine Damen und Herren, und wir kommen jetzt von der europäischen Ebene zurück zur Bundesebene und zu einer, die eben schon angesprochen wurde. Eine, die sehr gut weiß, was für Konflikte sich auf dem Weg in die Zukunft auftun können, ihnen aber nicht aus dem Weg geht. Sei es bei dem Kohleausstieg, sei es beim Greening der Landwirtschaft. Sie lotet dann Kompromisse aus. Ja, sie muss dies tun. Begrüßen Sie mit mir, ich freue mich sehr, dass sie da ist, die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Svenja Schulze. Svenja Schulze, Ihre Bühne, bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Liebe Rita Schwarzer-Löwe-Suter, lieber Franz Timmermans, auch nochmal herzlichen Dank für diese ermutigende Festrede. Lieber Alex Bonde, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete und meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es eben schon gehört, seit 30 Jahren gibt es jetzt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Ich kann mich noch gut erinnern, was ich vor 30 Jahren gemacht habe. Sie ist das beste Beispiel, finde ich, dafür, was ein wirklich guter Stiftungszweck alles bewirken kann. Über 10.000 Projekte für eine intakte Umwelt, die sind seitdem durch die DBU gefördert worden. Aber die Arbeit ist natürlich längst noch nicht getan. Das haben wir gerade von Franz Timmermans gehört. Wenn wir jetzt 30 Jahre in die Zukunft schauen, in die Jahre ab 2050, dann werden wir in Deutschland, wir werden in Europa klimaneutral leben und klimaneutral wirtschaften. So ist das im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart. So haben wir das im Green Deal gerade von Franz gehört. So hat es die Bundesregierung jetzt mit dem Klimaschutzgesetz und mit den ambitionierten Umsetzungsmaßnahmen auch für Deutschland verbindlich gemacht. Und die DBU ist dabei ganz wichtig. Und weil sie diesen Weg, den wir da vor uns haben, auf dreifache Weise unterstützt. Sie trägt natürlich als Stiftung erstens dazu bei, dass Umwelt und Klimaschutz langfristig, dass sie verlässlich organisiert werden. Für mich steht die Stiftung sinnbildlich für eine Umweltpolitik, die sich am Vorsorgeprinzip orientiert. Wenn man mal einmal zurückguckt in die Geschichte der Umweltbewegung, dann waren es ja früher oft Störfälle oder Katastrophen, die ein Umdenken wirklich erst möglich gemacht haben. Heute sorgen wir vor, es muss nicht erst etwas ganz Schlimmes passieren, damit sich dann etwas zum Besseren ändern kann. Nehmen wir zum Beispiel das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Es hilft zum einen natürlich der Wirtschaft und den Beschäftigten, so gut wie möglich durch die Corona-Pandemie zu kommen. Aber zugleich sind sehr viele Maßnahmen ganz stark auf den Klimaschutz ausgerichtet. Und das ist auch anders als bei der Bankenkrise damals. Und mit diesem Paket fördert die Bundesregierung den Umstieg auf klimafreundliche Technologien wie Elektroautos, neue Heizungssysteme oder Wasserstoff für die Stahlproduktion. Und die DBU legt in ihrer Förderung einen ganz besonderen Fokus auf den Mittelstand. Das ist wirklich prima, denn unsere kleinen und mittleren Unternehmen, das sind quasi die Brutstätten für besonders innovative, für besonders praxistaugliche Ideen. Und es ist sehr gut, dass die DBU da so gezielt fördert. Die DBU zeigt aber zweitens mit ihren Programmen, dass im Umweltschutz wirtschaftliche Perspektiven für Städte und Regionen liegen. Sie beweist inzwischen seit 3 Jahrzehnten, wie nachhaltig investiert werden kann. Das ist heute Vorbild für immer mehr Unternehmen, immer mehr und Institutionen, die bei ihren langfristigen Entscheidungen keine Stranded Assets riskieren wollen. Es sind Planbarkeit und Verlässlichkeit, auf die Menschen und Unternehmen gleichermaßen angewiesen sind, damit niemand mehr in klimaschädliche Produkte investiert, zum Beispiel in eine Ölheizung. Dafür sorgen wir in Deutschland zum Beispiel mit unserem Klimaschutzgesetz und die EU-Kommission, wir haben es ja gerade gehört, mit dem Green Deal. Und drittens ist die DBU der ultimative Beweis dafür, dass Umwelt und Klimaschutz zum Markenkern der Demokratie gehören. Wer erinnert sich nicht an die
vielen Debatten zum Verhältnis von Ökonomie und Ökologie, über den Umgang mit der Atomenergie oder über den Kohleausstieg. Daran muss erinnert werden, wenn in der aktuellen Situation das ein oder andere Mal diskutiert wird, ob nicht vielleicht autoritäre Systeme mit ihrem Durchgriff auf alle Bereiche der Gesellschaft Krisen effektiver bekämpfen können. Weil das Gegenteil ist richtig. Umwelt und Klimaschutz brauchen offene Diskussionen, brauchen Kritik, brauchen Transparenz und brauchen breite Beteiligung. Soziale und ökologische Bewegungen, das sind echte Errungenschaften in unserer Demokratie. Ich kenne kein autoritäres System, das wirklich mehr für Ökologie und Klimaschutz geleistet hätte. Und mit einem demokratischen Prozess bleibt der nachhaltige Wandel kein elitäres, kein avantgardistisches Projekt für wenige, sondern sichert eben die Teilhabe möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger. Also meine Damen und Herren, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist seit 30 Jahren ein Garant des demokratischen Umweltschutzes in Deutschland. Sie ist mit ihrer Arbeit immer schon ein paar Schritte voraus gewesen. Sie hat immer schon gezeigt, wie die aktuellen Herausforderungen angepackt werden können. Das größte Kapital der DBU ist aber nicht, wie so vielleicht manche vermuten, das beachtliche Stiftungskapital. Nein, das größte Kapital ist und bleibt die strikte Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit, also Investitionen in eine Zukunft, in der wir die Grenzen unserer Natur, unseres Planeten respektieren und denen wir die Grenzen auch einhalten. Unsere und nachfolgende Generationen haben eine intakte Umwelt und eine echte Perspektive im Kampf gegen den Klimawandel verdient. Und deshalb wünsche ich der Stiftung und allen, die auf Nachhaltigkeit setzen, weiterhin viel, viel Erfolg und viele, die sich gemeinsam mit uns engagieren. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Svenja Schulze, ganz herzlichen Dank. Sie müssen uns noch mal verraten, wie man mit den Konflikten auf dem Weg in die Zukunft umgeht. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Sie haben im Insektenschutz, in der Frage, wie viele Pestizide dürfen eigentlich noch auf die Äcker und so weiter, richtig harte Streits durchzustehen. Da stehen auch mal Traktoren bei Ihnen vor dem Ministerium. Wie geht man damit um? Und würden Sie im Nachhinein sagen, da habe ich vielleicht auch was falsch gemacht? Nein, solche Auseinandersetzungen, die gehören in einer Demokratie dazu. Meine Rolle ist es, Klima, Umweltschutz, biologische Vielfalt, das nach vorne zu bringen. Und ja, das tue ich auch im Konflikt mit anderen. Aber das ist die Verantwortung, die ich für mich, für meinen Bereich sehe. Ich will, dass es auch in 30 Jahren noch Landwirtschaft in Deutschland geben kann. Und dafür müssen wir heute einfach etwas für den Insektenschutz tun. Ich will, dass nächste Generationen hier klimaneutral leben können und dass sie weiterhin eine hohe Lebensqualität haben. Und dafür müssen wir heute die Weichen anders stellen. Und ja, das geht im Konflikt. Aber das macht Demokratien auch aus, dass das möglich ist, dass wir diese Auseinandersetzung haben, dass wir uns streiten und dass wir dann den richtigen Weg einschlagen. Ich bin jedenfalls mit dem, was ich bisher erreichen konnte, sehr zufrieden. Und wie sieht die Welt dann aus 2051 ganz genau, wenn Sie sich die erträumen könnten? Also wie ackern Landwirte oder wie leben wir genau? Klimaneutral ist klar, aber was heißt das im Einzelnen? Ich glaube, dass das mit sehr vielen positiven Dingen verbunden ist. Ich habe ja mal Zukunftsbilder entwickelt. Ich habe das Wir schafft Wunder genannt. Und wir haben für die großen Felder in dieser Gesellschaft mal aufgeschrieben, wie könnte das eigentlich sein? Wie kann ein Leben in den Städten sein, wenn der Verkehr plötzlich ganz leise ist, wenn er keine Abgase mehr hat, wenn man ganz einfach von A nach B kommt mit Unterstützung von digitalen Apps und digitalen Möglichkeiten, wenn man gar kein eigenes Auto mehr braucht, sondern sich ein Auto einfach teilt mit anderen. Und wie ist es im ländlichen Raum, wenn wir genug Elektrotankstellen haben, wenn alle elektrisch mobil sein können, wenn es intelligente öffentliche ÖPNV-Angebote im ländlichen Raum gibt? Das verbessert das Leben, das erhöht die Lebensqualität. Ja, die Umstellung, die ist nicht einfach. Die ist auch mit Brüchen verbunden, die wir abfedern müssen. Das sieht man im Moment in den Kohleregionen, wie schwierig das sein kann, aus Technologien, die CO2-intensiv sind, auszusteigen. Aber wir können das. Wir haben alles Wissen, wir haben alle Möglichkeiten und wir können damit die Zukunft für die nächsten Generationen deutlich besser machen.
Aber wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist die Gefahr, dass wenn man solche Zukunftsbilder entwickelt und sagt, das ist auch ein großer Wandel, dass dann die Einzelnen sagen, hey Leute, das ist so groß, da kann ich jetzt sowieso nichts machen, ich mache mal alles so wie bisher. Ja, ich glaube, da kommt es ganz zentral darauf an, was Politik macht und welche Zukunftsmissionen die Politik auch vorstellt. Ich finde das sehr gut, wie Olaf Scholz das jetzt beschrieben hat, dass er gesagt hat, die ganze Regierung müssen alle in eine Richtung laufen. Wir müssen alle jetzt endlich Klimaschutz ernst nehmen. Wir müssen alle gemeinsam mit den Ländern, mit den Kommunen dafür sorgen, dass diese Veränderung, die wir vor uns haben, schneller geht und dass sie trotzdem sozial fair ist, dass sie trotzdem die Leute mitnimmt. Und ich glaube, wenn sowas mal zustande käme, eine Regierung, die das als konzertierte Aktion begreift, als gemeinsame Zukunftsmission, dann kann man auch mehr Leute mitnehmen, weil man dann auch sagen kann, ja, wir nehmen diejenigen, die Ängste haben, die Sorgen haben, nehmen wir ernst. Wir haben aber auch ein Angebot. Wir haben ein festes Bild davon, wie die Zukunft aussehen kann und wie man die Einzelnen auch mitnehmen kann, dass sie auch für sich die Perspektiven sehen, für sich sehen, was da möglich ist. Also möglich ist das alles. Man muss es aber jetzt wirklich auch beherzt angehen. Gut, wunderbar. Dann wünschen wir Ihnen dabei auch ganz viel Erfolg. Herzlichen Dank, Svenja Schulze. Toll, dass Sie da waren. Alles erdenklich Gute. Danke nach Berlin. So, Alexander Bonde, 30 Jahre, da ist schon viel geschafft. Das haben auch alle respektvoll benannt. Aber alle sagen auch, da sei noch eine Menge zu tun. Ärmel hochkrempeln und weiter geht's. So muss man das verstehen. Wie setzen Sie jetzt Ihre Prioritäten? Wonach entscheiden Sie, welches Projekt gefördert wird? Also wir fördern die Exzellenz unter den Öko-Innovationen. Das heißt, wir machen das wissenschaftsbasiert. Wir haben eine tolle Mannschaft. Vor allem unsere Fachreferentinnen und Fachreferenten sind tief drin in den Themen, diskutieren gemeinsam interdisziplinär, auch auf Basis von einem großen Netzwerk. Wir sind auch sehr dankbar dafür, dass wir eine große Zahl an Gutachterinnen und Gutachter aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft haben, auf die wir zurückgreifen können. Also insofern auch ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen, die uns dabei unterstützen. Und am Ende entscheiden wir dann, was innerhalb unserer Förderkriterien das Zeug hat, am meisten positive Impulse zu geben, welche innovativen Ideen, die das Potenzial haben, Öko-Probleme zu lösen, zu mindern, uns einen Schritt vorne ranzubringen. Und insofern der Maßstab für Förderung durch die DBU ist immer Umweltentlastung, Innovation und der Modellcharakter. Und wie gesagt, unsere Gründer haben uns auch dabei immer einen besonderen Fokus auf die kleinen und mittleren Unternehmen mitgegeben. Und wenn man da eine spannende Idee hat, die auf diese Kriterien trifft, dann sind wir ein guter, geeigneter Partner, auch mit der Idee, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Vielen Dank. Sie haben schon im Vorfeld dieses Jubiläumstages heute Gäste eingeladen, um mit Ihnen in drei Talks zu debattieren. Haben wir eben von Rita Schwarzulio-Sutter schon gehört. Wie geht nachhaltig wirtschaften? Wo stehen wir in der Biodiversitätskrise? Und was tut sich im Klimaschutz? Da waren Vordenker dabei, da waren Umweltpreisträger wie der Unternehmer Reinhard Schneider oder der Klimaökonom Ottmar Edenhofer da. Alle haben gesagt, nachlassen geht nicht. Das hat sich sehr deutlich gezeigt. Ottmar Edenhofer zum Beispiel sagte es so, ja, wir haben den Kohleausstieg, aber das, was jetzt kommt, das wird noch mal viel, viel schwieriger. Und eigentlich ahnt es ja auch jede oder auch jeder, so geht es nicht weiter. 20 Grad im Februar, die dürren Wälder. Und es geht nicht darum, dass wir uns nur von ein paar liebgewonnenen Gewohnheiten verabschieden müssen, sondern da kommt auf die Gesellschaft viel mehr zu. Und das fällt natürlich schwer. Die Frage ist darum, wie lässt sich für neue Ideen den Wandel eine Mehrheit gewinnen in diesen auch so aufgeheizten Zeiten? Meine Damen und Herren, der Gesprächsbedarf ist enorm und darum freue ich mich besonders, dass wir heute vier weitere Menschen begrüßen dürfen, die die Welt von morgen vordenken und vormachen. In der Wissenschaft, in der Wirtschaft und im Alltag. Meine Gäste sind, ich freue mich sehr, unsere Gäste, ganz wunderbar, Antje Boetius,
deren Opa ein Seefahrer war und angeblich 3 Schiffsuntergänge überlebte. Sie selbst las Bücher über Schatzsucher, liebte Piratenfilme und die Dokus des Tiefseetauchers Jacques-Yves Cousteau, schwor sich, sowas auch mal zu machen, machte sie dann. Und heute ist sie eine der weltweit renommiertesten Meeresbiologinnen. Antje Boetius leitet das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, ist Professorin an der Uni Bremen und Trägerin des Deutschen Umweltpreises 2018. Wie schön, dass Sie da sind, Antje Boetius. Und mit dabei. Und auch und herzlichen Glückwunsch. Und mit dabei ist Professor Dirk Messner, der mal sagte, wir müssen endlich aus den Puschen kommen. Dirk Messner ist als Präsident des Umweltbundesamtes gewichtiger Berater für Svenja Schulze und die Bundesregierung insgesamt. Er ein Politologe, war Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderung, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, leitete an der Universität der Vereinten Nationen eine Abteilung für Umwelt und globale Sicherheit in Bonn und wenn einer vernetzt denken und die großen Linien schlagen kann, dann er, Dirk Messner. Wie schön, dass Sie da sind. Und wir reden mit Myriam Rapjohr. Als sie Betriebswirtschaft in Mannheim studiert hat, hörte sie dort nicht einmal das Wort Klimaschutz. So erzählt sie das heute und wollte das ändern und hat sich für den Klimaschutz engagiert. Umweltprobleme haben sie schon viel früher interessiert. Lange vor den Fridays for Future ging sie auf die Straße, kämpfte vor allem gegen die Massentierhaltung. Heute promoviert sie an der Uni Hamburg zu ökologisch nachhaltiger Wirtschaft. Sie ist im Bundesvorstand der BUND-Jugend und sitzt in der von Bundeskanzlerin Angela Merkel berufenen Zukunftskommission Landwirtschaft. Was sie da erlebt, sagt sie uns. Myriam Rapjohr, toll, dass Sie da sind. Und wir reden mit Maike Keller. Die wollte eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen, studierte evangelische Theologie, machte sich später selbstständig als Gestaltpsychotherapeutin. Doch eines Tages stand in Frage, wer das Familienunternehmen, die Avermann Maschinenfabrik in Osnabrück, übernimmt. Sie machte es und gab für die Firma, die Maschinen für die Betonfertigteileindustrie und die Entsorgungs- und Recyclingtechnik entwickelt, ein neues Motto aus. Wir bauen nicht nur gute Maschinen, wir machen Technik für gutes Leben. Maike Keller will die Ökonomie neu ausrichten. Ihre Mitarbeitenden hätten sich erst an sie gewöhnen müssen, sagt sie. Wie das heute ist, hören wir. Maike Keller, toll, dass Sie dabei sind. Und er darf nicht fehlen, der DBU-Generalsekretär seit 2018, Alexander Bonde. Der gebürtige Freiburger war von 2011 bis 2016 Agrarminister in Baden-Württemberg, wo er grüne Akzente setzte, indem er zum Beispiel den ersten Nationalpark des Landes auf den Weg brachte, den Schwarzwald. Davor war Bonde bis 2011 Bundestagsabgeordneter für die Grünen, ob er mittlerweile schon Fan des VfL Osnabrück geworden ist. Die Vorzüge des Teutoburger Waldes zu schätzen weiß, aber vor allem, wie er die Rolle der Deutschen Bundesstiftung Umwelt heute sieht. Klären wir Alexander Bonde. Toll, dass Sie in dieser tollen Runde sind. Wunderbar. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt weiter, meine Damen und Herren? Und wir fangen einfach mal mit Antje Boetius an. Wie ist es so als Wissenschaftlerin? Verzweifeln Sie manchmal, weil wir so viel wissen und dann doch weitermachen wie bisher? Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt natürlich beides. Wenn man gerade wieder die neuen Daten drin hat, was um uns herum los ist, siehe Meereis, siehe Gletscher, siehe Meeresspiegel, siehe auch bis runter zum Müll im Meer, dann gibt es so Tage, wo man denkt, wir Menschen, wir schaffen es einfach nicht. Aber dann andersrum gibt es ja auch immer wieder Beispiele von Leuten, die einfach ihr Ding in die Hand nehmen und vorangehen. Beispiele, die wir auch besonders viel bei DBU haben, wo was passiert, wo man merkt, ach, da gibt es doch Hoffnung, das geht doch irgendwie. Und mit beiden müssen wir Menschen eben umgehen. Vor allen Dingen brauchen wir eben, wie Svenja Schulze schon gesagt hat, eine starke Politik, die uns den Rahmen setzt, sodass wir eben umweltfreundlich und auf die Zukunft einzahlen agieren können. Nun sagen Sie uns doch mal, wir machen das ja nicht alle so oft wie Sie und manche auch gar nicht, ich zum Beispiel. Wie ist das, wenn Sie da abtauchen ins Meer? Was sehen Sie da derzeit und was macht Ihnen besonders Sorge? Also erstmal ist ja das Hinschauen in unsere verrückte, wunderschöne Welt, den Planeten Erde, bis heute der einzige mit Leben drauf. Wir suchen ja gerade auf dem Mars, aber das ist schwierig, da was zu finden. Dann geht einem erstmal das Herz auf, weil man eben sieht, was für ein Planet ist das, so voller Leben, so voller Dinge, die wir noch gar nicht verstehen, die wir noch entdecken müssen als Menschen, Tiere, Pflanzen. Ständig wird was Neues gefunden und auf der anderen Seite aber auch die Fußspuren des Menschen einfach überall.
Und beides eben zu verstehen, dass wir in dieser Zeit, in dieser Epoche angekommen sind, dem Anthropozän, wo der Mensch die stärkste geologische Kraft geworden ist, das ist eben schmerzhaft. Und dann zu sagen, daraus machen wir aber eine Zukunft, die uns da noch rettet in Bezug auf, wir wollen nicht an die Kipppunkte, wir wollen das sommerliche arktische Meereis nicht verlieren, wir wollen die Korallen nicht verlieren. Das alles sind Punkte, die man beide abwägen muss, die man beide sehen muss. Und Dirk Messner, was denken Sie? Nun haben wir Corona. Kann das ein Startpunkt sein für ein radikales Umdenken, auch für diese neuen politischen Leitplanken, die jetzt schon so oft gefordert sind? Wie Menschen kaufen derzeit mehr Bio-Lebensmittel. Wir schätzen die Natur neu. Die Rolle des Staates hat sich verändert. Die schwarze Null ist weg. Ist das eine mögliche Wende? Ja, also wir sind ja irgendwo 1 vor 12, vielleicht 30 Sekunden vor 12. Wir haben ja eben alle ausgedrückt, unser größter Feind ist der unglaubliche Zeitdruck, unter dem wir die Probleme lösen müssen. Und ich kann Ihnen sagen, als im letzten Februar, März dann die Corona-Pandemie losbrach, da habe ich mir irre Sorgen darüber gemacht, dass diese Corona-Pandemie unsere Themen Klima, Umweltschutz, Nachhaltigkeit wieder vom Tisch wischt, wie ich das nämlich vor 10 Jahren auch schon mal erlebt habe. Da war ich damals auch in politikberatender Funktion schon unterwegs, während der Finanzmarktkrise. Einen Tag nach Lehman Brothers, einige von Ihnen werden sich erinnern, da war nicht mehr die Rede vom Klimaschutz, von grüner Ökonomie. Das schien alles Luxus zu sein. Ne? Und wenn ich jetzt mit einem positiven Statement erstmal starte, dann ist meine positive Beobachtung, in dieser Krise, in der Corona-Krise, verschwinden die Nachhaltigkeits- und Klimathemen nicht. Wir haben uns am U-Bahn eine Studie gemacht, die haben wir schnell in Gang gesetzt, nachdem die Corona-Krise in Gang gesetzt worden ist, und haben weltweit alle möglichen Reports uns angeschaut und analysiert, wie jetzt die Wiederbelebungs- und Konjunktur-Reports ausfallen, die den Politikern raten, was jetzt zu tun ist. Und die gute Nachricht ist zunächst mal, wir finden jetzt nur noch sehr wenige Reports, in denen nicht Klimaschutz und Nachhaltigkeitsinvestitionen im Zentrum stehen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil in Wirtschaftskrisen, da scheint alles außer Jobs und Wachstum erstmal zweitrangig zu sein. Also da sehe ich einen positiven Impuls, aber wir müssen natürlich noch immer viel schneller werden. Wir haben sehr ambitionierte Ziele, die wir umsetzen. Im European Green Deal sind die gut beschrieben. Wir sind da noch nicht durch. Ja, Sie machen mir ein bisschen Angst, wenn Sie sagen, ich sage erstmal das Positive. Jetzt müssen Sie noch mal sagen, was das Negative ist und was Ihnen gerade besonders Sorgen bereitet. Außer dem Tempo. Ja, das Tempo ist für mich der entscheidende Punkt eigentlich. Mhm. Weil ich habe vor 2010, Antje, wir haben kürzlich darüber gesprochen, wir haben vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung 2010 eine Studie produziert und publiziert, die haben wir damals genannt, die große Transformation zur Nachhaltigkeit. Die Reaktion auf dieses Gutachten war damals aus großen Teilen der Wirtschaft, aber auch der Politik, das, was ihr da beschreibt, was man im Grunde genommen heute im European Green Deal nachlesen kann, das ist einfach überzogen. Das können wir nie schaffen in unserer Gesellschaft. Das ist der Ausgangspunkt. 2010 haben wir einen solchen Entwurf in die Welt gesetzt. Positiv würde ich heute sagen, im European Green Deal findet sich vieles von dem, was damals von uns aus der Wissenschaft heraus formuliert worden ist. Die große Herausforderung ist jetzt, dass wir alle Länder mitnehmen müssen auf diesem Pfad. Weil wenn wir sagen, null Emissionen in 2050 und wenn wir sagen, Entkopplung der Wohlstandsproduktion weltweit vom Ressourcenverbrauch und dem Druck auf die Ökosysteme, dann müssen alle Gesellschaften mitmachen. Und das in diesem kurzen Zeitfenster voranzubringen, das ist jetzt eine große Herausforderung. Die Bedingungen der Möglichkeit, das ist Immanuel Kant, die Bedingungen der Möglichkeit, das zu schaffen, die Technologien, die wir dafür brauchen, die Finanzmittel, die wir dafür brauchen, das Wissen um die Politiken, die notwendig sind, damit wir das erreichen können, das liegt alles auf dem Tisch. Jetzt geht es darum, das enge Zeitfenster zu nutzen. Welchen Vorsatz haben Sie sich dann für dieses Jahr genommen, 2021? Wir müssen davon unseren Kindern und Enkelkindern erzählen? Also vielleicht, wenn wir in 2030 zurückschauen, dann war die Phase zwischen 2018, 19 und 2021, 22, dann könnte das der Wendepunkt gewesen sein. Ich meine, positive Signale sind Fridays for Future. Wir haben eine Jugendbewegung, die einfordert, dass es hier vorangehen muss. Wir haben Technologien, die uns helfen, die Probleme zu lösen. In 2010 hatten wir weltweit 17.000 elektromobile Autos auf den Straßen. 17.000, also quasi nicht existent.
Heute ist das eine Technologie, die vor ihrem Durchbruch steht. Also wir haben die Technologien, die wir brauchen. Wir haben den European Green Deal trotz Corona-Krise, darauf habe ich hingewiesen. Und wir haben jetzt in den USA eine Biden-Regierung, wenn es uns gelingt, transatlantische Kooperation auf Nachhaltigkeit auszurichten, also die beiden größten Märkte der Welt mit Umwelt- und Klimastandards zu versehen, dann könnte das zusammengenommen eine wirkliche Veränderung bringen. Und darauf müssen wir jetzt hoffen. Wir werden in Glasgow Ende dieses Jahres beim Klimagipfel sehen, wie weit wir gekommen sind im 2021. Ja, und vielleicht sehen wir auch schon Dirk Messner bzw. Myriam Rapio bei der Zukunftskommission Landwirtschaft, wie weit wir kommen. Myriam Rapio, das scheint ein entscheidendes Jahr zu sein. Welchen Eindruck haben Sie von der Zukunftskommission? Was tut sich da? Wie groß ist der Wille zum Wandel? Also erstmal habe ich das Gefühl, dass wir immer von dem jetzigen Jahr als von dem entscheidenden, von dem wichtigen Jahr sprechen. Ich habe das irgendwie 2019, letztes Jahr gehört, das Jahr davor auch. Das Jahr davor irgendwie auch, als Fridays for Future erst richtig losging. Okay, da muss es dieses Jahr klappen. Es ist schon viel zu spät. Ich finde, und auch langsam habe ich keine Lust mehr darüber zu sprechen, dass wir es jetzt endlich anpacken müssen. Und jetzt schon wieder. Und jetzt fangen wir schon wieder damit an, das zu besprechen. Frau Schulze, unsere Umweltministerin, hat das so schön beschrieben. Wir müssen jetzt auch wirklich beherzt unseren Mut zusammenraffen und Entscheidungen treffen. In der Zukunftskommission Landwirtschaft kann ich beobachten, dass dieser Mut und Wille nicht vorhanden ist. Unsere Landwirtschaftsministerin packt da irgendwelche Akteure zusammen, ohne klaren Auftrag und sagt, diskutiert mal. Das ist eine politische Strategie, eine Taktik, um vielleicht ihr politisches Ding durchzuziehen. Also politischer Wille zur Transformation der Wirtschaft oder eben der Landwirtschaft kann ich so gar nicht beobachten. Können Sie so gar nicht beobachten, das ist kein gutes Zeichen. Ja. Aber Sie haben mal gesagt, dass es, man es schaffen müsste, dass keine Partei mehr an der Umweltkrise vorbeireden kann, so wie ja auch derzeit keine Partei an der Corona-Krise vorbeireden kann. Wie kann man das dann schaffen, wenn offenbar es zumindest nach Ihrem Empfinden noch gar nicht irgendwie richtig angekommen ist? Naja, erstmal stimmt das. Ich sehe es auch so, dass die Parteien, die Umweltkrise so noch gar nicht ernst genug nehmen. Wir besprechen ja nicht darüber, wie wir die Krise bewältigen können, sondern vielleicht erwähnen wir sie mal oder vielleicht auch nicht. Was ich auch beobachten kann, ist, dass man, dass vor allem auf konservative Seite immer auf andere Akteure gezeigt wird, zum Beispiel auf Konsumentinnen und Konsumenten und deren Verantwortung. Es fällt auch immer das Stichwort Jugend. Die Jugend, die packt das schon, die macht das schon. Schön, dass sie auf die Straße geht. Und da kommen ja auch neue Impulse. Ich denke, dass jetzt, und Sie haben gefragt, wie gehen wir jetzt weiter, der Wille zur ökologischen Transformation muss von der Politik vorgegeben werden und der Wirtschaft knallhart so klar gemacht werden. Corona-Hilfen, ohne diese an Umweltkriterien zu koppeln, das geht eigentlich nicht mehr im Jahr 2021. Mhm. Also auch diese Bezuschussungen kann man ja enorm viel tun und sagen, ne, wir bezuschussen euch hier, liebe Lufthansa, und ihr versprecht im Gegenzug, Umweltkriterien, Klimaziele zu erreichen. Aber nun können in der Tat Politikerinnen und Politiker auch nur das verkaufen, was sozusagen bei ihren Wählerinnen und Wählern ankommt. Das heißt auch, es muss Druck geben und eine gesellschaftliche Debatte. Wo steht die Umweltbewegung derzeit? Ja, die Umweltbewegung gibt es ja so auch gar nicht. Da gibt es ja viele verschiedene Akteure. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass da ziemlich viel Frust aufkommt. Gerade bei jungen Menschen, die wirklich viel gemacht haben, die viele Proteste organisiert haben, die aber auch zum Beispiel im Dannenröder Wald waren und sich da Baumhäuser gebaut haben. Das sind ja irgendwie auch harte Geschichten, finde ich, die man da so hört. Kann ich mich nur verneigen vor diesen Umweltaktivistinnen. Da ist viel Frust, weil man sieht, es bringt eben nicht so besonders viel. Also die Umweltbewegung, gerade in Corona-Zeiten, steht, glaube ich, nicht so gut da. Okay, das müsste sich vielleicht wieder ändern. Maike Keller, es gäbe ja vielleicht auch noch einen anderen Weg, um mehr Druck auszuüben. Einsicht zum Beispiel auch. Vielleicht müssten alle einen Theologiekurs absolvieren. Was würde das bringen? Was würde man dann anders machen? Oder anders gefragt, was machen Sie eigentlich in Ihrem Unternehmen genau anders? Ja,
einen Theologiekurs zu belegen, ist keine schlechte Geschichte. Ich meine, da, man beschäftigt sich ja mit so Fragen, was kann ich wissen, was darf ich hoffen, was soll ich tun, was ist der Mensch? Und diese Fragen überhaupt mal zu reflektieren, ist nicht verkehrt, wenn man also Zusammenhänge steuert und sich überlegt, okay, wozu machen wir eigentlich was und wozu ist das gut? Und also diese Dinge jetzt auch in die Unternehmensetagen, in die Führungsetagen der Unternehmen reinzubringen, ist sicherlich keine verkehrte Geschichte, glaube ich. Was haben Sie konkret in Ihrem Unternehmen geändert? Ja, also zunächst mal, Sie haben vorhin gesagt, Technik für gutes Leben, das ist unser Motto. Wir haben geguckt, was machen wir eigentlich? Wir bauen Maschinen im Umwelttechnikbereich und in der Betonfertigteiltechnik. Und also ohne großartig was daran zu ändern, ist es einfach eine Sache, wir leisten unseren Beitrag zu einer lebensfreundlichen Umwelt und zu einem guten Bauen und Wohnen. Und das ist ein Beitrag zu gutem Leben. Deshalb Technik für gutes Leben. Mhm. Da haben wir das Glück, einfach in den passenden Branchen unterwegs zu sein. Wenn das Unternehmen jetzt, in das ich da irgendwie zu später Zeit in meiner Biografie hineingekommen bin, in der Rüstungsindustrie tätig gewesen wäre, dann ja, hätte das eben anders ausgesehen. Was machen wir anders konkret? Also, ich muss noch mal eben anschließen an das, was die Vorredner gesagt haben. Wir machen unheimlich viel und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so spezifisch für unser Unternehmen an der Stelle. Also Klimaschutz ist ja doch jetzt wirklich angekommen in der Mitte der Gesellschaft und es ist doch jedes Unternehmen auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn es da nicht in diese Richtung vorwärts geht. Wer das jetzt auslässt, also die Innovationen oder die Veränderungen, die Maßnahmen im Hinblick auf den Klimaschutz zu machen, der bringt sein Unternehmen ins Abseits. Mhm. Und das wirkt einfach von alleine. Mhm. Was machen wir? Also, wir haben unseren ganzen Laden umgekrempelt. Wir machen alles, also wir haben enorme Effizienzsteigerungen anvisiert und setzen die um durch einfach eine bessere Gestaltung. Wir modernisieren unsere Produktionsstätten. Wir bauen unsere Beleuchtung um und machen LED-Leuchten und wir renovieren unsere Heizung und unsere Dächer und wir tauschen unsere Laser aus und haben jetzt statt so CO2-Lasern haben wir Fiber-Laser, die sind doppelt so schnell und verbrauchen 60% weniger Strom. Und wie oft haben Ihre Mitarbeiter Ihnen gesagt, können wir uns mal auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren, auf unsere Aufträge, was soll das? Das geht nebenher. Also diese ganzen Maßnahmen brauchen wir, um wettbewerbsfähig zu sein. Und wir sparen damit Kosten. Also es ist unglaublich schwierig und das bringt mich auf diesen Punkt, der eben sagte, wir haben es so eilig, wir haben so einen Druck, es muss so schnell. Das bringt uns zum Teil wirklich an unsere Grenzen, weil alles gleichzeitig passieren muss, soll, wie auch immer. Es sind diese ganzen also Umwandlungen, die in so einem mittelständischen Unternehmen, das jetzt über 70 Jahre alt ist oder das jetzt 70 Jahre alt ist, die da notwendig sind. Es sind die Themen der Digitalisierung, die so ein Unternehmen wirklich bis an die Grenzen fordern in dem ganzen Wandlungsprozess. Es sind dann diese ökologischen Maßnahmen und es sind die Innovationen, die wir brauchen, auch ökologische Innovationen. Und das alles muss parallel und gleichzeitig voneinander gebracht werden. Das ist eine enorme Herausforderung. Alex, dann fragen wir mal bei Alexander Bonde nach, wie das mit den Innovationen eigentlich so ist. Alexander Bonde, wenn Fritz Brickwedde, der erste Generalsekretär der DBU, auf Dienstreise geht, hat er mitunter seltsame Beifahrer. So demonstrierte ihm kürzlich während der Autobahnfahrt nach Hamburg ein Umweltunternehmer, wie sich Kunststoffaufkleber zu Brösel verwandeln und wiederverwerten lassen. Der Versuch auf dem Aktenkoffer, um stattliche Zuschüsse zu werben, hat Herrn Brickwedde ziemlich viel Zeit gekostet. So schrieb das mal der Spiegel, kurz nachdem die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gegründet wurde. Wie ist es heute? Mit was muss ich zu Ihnen kommen, damit Sie meine Idee fördern?
Also Drive-by-Akquise im Auto machen wir heute nicht mehr, sondern das ist, ich habe es ja vorher beschrieben, bei uns ein wissenschaftlich unterlegter Prozess, wie wir aussuchen, wo wir einsteigen und wo wir die Potenziale von Innovationen sehen. Und ich beschreibe es immer ganz gern, wir haben so ein bisschen den Bob der Baumeister Zugang zu den Umweltfragen. Na, also wer Kinder in dem Alter hat, kennt es, auf die verschüchterte Frage, können wir das schaffen, kommt irgendwie ein freudiges Jo, wir schaffen das, weil ums geht es darum zu gucken, was sind eigentlich die Dinge, wo wir mit Ärmel hochkrempeln, was bewegen können. Und insofern sind wir eigentlich darauf auszugucken, wo sind die Pionierinnen und Pioniere, die eine spannende Idee haben, wo wir helfen können, die über die Hürde zu bringen. Denn ja, wir haben viele Innovationen, wir haben viel Technologie, die wir brauchen werden auf dem Weg der Transformation, aber wir werden trotzdem auch weiter, wenn so mal Klimaschutz, wenn Schutz der Biodiversität in den Mainstream kommt, immer weiter trotzdem die brauchen, die ein paar Jahre vorne dran sind und sagen wir, die nächsten Punkte setzen auf diesem Weg. Und das sind eigentlich sagen wir, klassisch die Projekte, wo wir uns dafür interessieren, da mit zu unterstützen und gucken, wie wir da vorankommen. Und das in der ganzen Breite von der Umwelttechnik über die Umweltforschung, den ganzen Umweltbildungsbereich bis hin zu Themen wie Naturschutz und Kulturgüterschutz. Also insofern, da geht es darum, konkrete Umsetzungsperspektive und wie schaffen wir es, neben dem Schritt, der jetzt nochmal in die Breite geht, auch den nächsten schon zu entwickeln. Frau Keller hat es ja geschildert. Ich glaube, es braucht da auch immer irgendwie die Vorbilder, sagen wir, die dann an nächsten Technologieschritt arbeiten, damit wir es auch tatsächlich in der Breite dann vorankriegen. Und wie schätzen Sie selbst die Lage ein? Schätzen Sie die so pessimistisch ein wie Myriam Rapio oder eher so optimistisch wie Maike Keller? Also ich glaube in der Tat, dass man, wenn wir die großen Debatten führen, ne, sag mal, wie viel Zeit haben wir nur noch, wie viel Gigatonnen CO2 müssen wir innerhalb sehr kurzer Zeit reduzieren, da kann einem schnell der Mut verlieren, weil sag mal, wir ja oft dann im Maschinenraum unterwegs sind. Das heißt, sag mal, diese Gigatonnen, die wir einsparen müssen, da gucken wir eigentlich immer eher, sozusagen, wie können wir da die einzelne Tonne oder das einzelne Gramm eigentlich in den Prozessen rausbringen, weil die Gigatonne CO2 zum Schluss ganz viele einzelne Gramm CO2 sind, die wir quer durch die Art, wie wir leben und wirtschaften, reduzieren müssen. Und da muss man sich manchmal irgendwie deutlich machen, dass man so mal bei der Arbeit im Kleinen nicht frustriert werden darf, wenn man dann doch noch ein Stück weit weg ist von den Gigatonnen. Andererseits, sag mal, werden wir es auch nur erreichen, sag mal, wenn wir einerseits den großen Diskurs führen, um die Gigatonnen auch dafür streiten, dass man international und national hier politisch vorankommt, aber gleichzeitig dort, wo man an die Gramm, die Kilo und die einzelne Tonne CO2 kommen, auch nicht nachlassen, sie tatsächlich zu heben. Denn nur so werden wir das Ziel erreichen können. Also insofern, da werden wir alle gemeinsam ein bisschen Frustrationstoleranz weiter brauchen. Nicht, weil es richtig so ist, aber weil es wahrscheinlich einfach die Situation ist, in der wir im Moment stecken. Also ich bin im Moment sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Wir erleben gerade unheimlich viele, gerade mittelständische Unternehmen, die trotz wirtschaftlich schwierigem Umfeld auf uns zukommen, die neue Projekte anschieben wollen. Also das Thema Klimakrise ist virulent. Aber ich sehe auch die Kräfte in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, die da nicht nachlassen. Und insofern glaube ich, gibt es wirklich Grund zur Hoffnung, auch wenn die Wolken am Himmel ziemlich düster sind. Dann müssen wir noch mal Myriam Rapio bei Ihnen nachfragen. Verhaltenspsychologen sagen ja auch immer, man soll eher so Schritt für Schritt denken, wenn man ein großes Ding angehen will. Und die Überhitzung des Planeten ist natürlich ein gewaltiges Ding. Wir haben Alexander Bonde, der sich positiv äußert, Maike Keller, die sich positiv äußert. Aber wir haben auch den Papst, wir haben den US-Präsidenten Joe Biden, wir haben den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, wir haben Ursula von der Leyen und den SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz und so weiter. Sie alle erklären, es müsse sich was tun. Und dann gibt es ja auch noch den CSU-Mann Markus Söder, der auch begriffen haben will, dass sich etwas ändern muss. Die Fridays for Future-Leute haben der Politik ja schon einiges abverlangt und sie auch aufgemischt. Malen Sie die Lage vielleicht zu schlecht? Naja, ich würde mir gerne angucken, was eben so passiert ist. Also 2019 haben wir ein sehr schwaches Klimapaket, Päckchen haben wir es genannt, verabschiedet. Also auch da wurde nicht genug getan. Frau Keller hat eben Effizienzsteigerungen in einem Unternehmen angesprochen. Effizienzsteigerungen bedeuten ja noch nicht, dass wir insgesamt absolut zur Minderung von meinetwegen CO2-Ausstößen kommen. Das war ja auch immer das Märchen, wir machen das Auto effizienter, dafür wurde das Auto immer größer. Also nur weil wir manche
Also ich habe das Gefühl, wir träumen manchmal so ein bisschen davon, dass uns Innovation und Technik, unsere Technologie am Ende retten wird. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in dieses Märchen hineinbegeben und gar nicht mehr diese absoluten Zahlen angucken. Ich würde das Wort auch gerne an Frau Bürtius geben. Sie können es gerne erzählen. Wie sieht es denn im Meer aus? Sieht es denn aus nach Besserung? Wir betrachten auch die letzten 30 Jahre. Was hat sich denn ökologisch, wenn man sich wirklich nur die ökologischen Faktoren anschaut, in den letzten 30 Jahren verbessert? Das würde ich gerne wissen. Ich glaube, es hat sich fast alles nur verschlechtert, auch wenn es um die biologische Vielfalt geht. Antje Boetius, dann fragen wir gleich mal nach. Ja, also wenn wir jetzt, das ist, also da ist einfach Wahrheit natürlich drin, wenn wir jetzt einfach CO2 als in der Atmosphäre als Leitindikator nehmen für die große Beschleunigung seit den 1950er Jahren, dann haben wir eben leider noch keinen Knick geschafft. Es ist auch nicht so, dass die 7% Reduktion global durch Corona, vor allen Dingen weil Reisen gestoppt ist, weil auch die Produktivität der Industrie entsprechend zurückgegangen ist, die hat eben auch noch nicht dazu geführt, dass wir das schon sehen können in der Zusammensetzung der Atmosphäre. Und leider muss man auch die Wahrheit sagen, dass frühere Krisen, die Ölkrise, Zusammenbruch der Wirtschaft hier und da, dann hinterher zu einem Aufholeffekt geführt hat. Und genau das ist das, was alle vorhin auch sagten mit der Dringlichkeit, der man ins Auge schauen muss. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Das 1,5-Grad-Ziel, was wir an Land alleine ohne den Ozean, der gegen ankühlt, schon überschritten haben, gibt uns eben kaum mehr Zeit, jetzt die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass wir aufgeben müssen. Und das ist, glaube ich, die ganz wichtige Botschaft, dass alles, was wir jetzt tun können, um die großen Schritte zu gehen, das Wichtige ist. Und das hat vor allen Dingen auch mit dem Zusammenspiel Nachhaltigkeit, Ökonomie und Soziales zu tun. Das ist ganz schwer, darüber zu sprechen, wenn man sagt, es geht auch nicht nur darum, was die EU alleine tun kann, sondern es geht auch noch um die internationalen Verhandlungen. Da sollten wir schon ehrlich sein. Und wie oft, Antje Boetius, werden Sie dann als Wissenschaftlerin beschimpft, die warnt, Alarm schlägt? Beschimpft werde, ja, das kann mal vorkommen, dass Leute irgendwie was dagegen haben, dass WissenschaftlerInnen laut sind oder mit dieser Klarheit auch wieder den Ball zurückschieben an die Politik. Aber eigentlich hauptsächlich geht es gar nicht um Beschimpfen. Ist auch eigentlich dem Klima zum Beispiel völlig egal, wer beschimpft wird. Es geht ja eigentlich nur darum, wie genau sieht jetzt der Umbauplan aus? Was kann Deutschland jetzt machen? Wie ehrgeizig müssen wir sein? Und da kann man nicht aufgeben, einzufordern, dass diese kleinen Schritte ständig nachgemessen wird, ständig geschaut wird, was haben wir denn jetzt geschafft, weil Ziele formulieren allein eben nicht reicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was Sie auch so frustriert oder was die Jugend oft so frustriert, dass wir große Ziele haben, aber eben noch nicht sehen können da draußen, dass es jetzt geklappt hat. Aber zwei gute Beispiele, damit man nicht immer sagen muss, nichts hat geklappt. Wir haben das Beispiel Ozon, wir haben das Beispiel Phosphor in den Flüssen der Nordsee. Wir zeigen immer wieder als Menschen, dass wir etwas tun können, wenn wir es geeint und international wirksam auch tun. Also man sollte nicht umgekehrt denken, es geht gar nichts, wir hören jetzt alle auf, uns zu kümmern. Wir können etwas tun, Dirk Messner, aber trotzdem ist diese Umweltdebatte immer eine wahnsinnig emotionale Debatte. Wir haben das gerade mitbekommen, als Toni Hofreiter angeblich den Deutschen das Einfamilienhaus wegnehmen wollte. Er hat dem Spiegel gesagt, Einparteienhäuser verbrauchen viel Energie. Sie sorgen für Zersiedlung und damit für noch mehr Verkehr. Er hat aber zugleich betont, die Grünen wollten niemanden die eigenen vier Wände verbieten. Trotzdem, zack, die Schlagzeilen liefen auf ein Verbot hinaus. Wir hatten die Debatte beim Diesel, wie gefährlich das eigentlich ist. Wir haben eine hochemotionale Debatte um Glyphosat gehabt. Warum schlagen immer die Wellen so hoch und wie kann man damit umgehen? Also ich will mal die Frage so ein bisschen umdrehen und eine Kernmessage loswerden. Also ich glaube, dass Ungeduld und Ärger, dass wenige Dinge schnell genug vorangehen, sehr wichtig sind. Das ist doch klar. Also deswegen hat uns auch Fridays for Future geholfen, Antje. Wir reden ja seit 20 Jahren schon zu diesen Themen, besser Gehör zu finden als ohne Fridays for Future. Also sie machen einen Unterschied. Ne? Und dann kommt aber eine zweite Geschichte. Ich beschäftige mich ja seit 20 Jahren beruflich mit diesem Thema und drängle in vielen meiner Studien, dass die Dinge viel schneller vorangehen müssen. Ne? Lassen Sie mich zwei, drei Elemente benennen, wo es Veränderungen gegeben hat, die nicht marginal sind, sondern wahrscheinlich wichtig.
als wir 1990 die Deutsche Bundesumweltstiftung gegründet gesehen haben, da war ja dieses grüne Thema, das war ein Nischenthema. Ne? Das war ein Thema der Grünen Partei und weniger Parteikolleginnen und Kollegen in den anderen Parteien, die sich um diese Themen gekümmert haben. Aber es war nicht Mainstream, es war weit weg vom Mainstream. Deswegen war auch die Gründung dieser Stiftung so ungeheuer wichtig. Ne? Wenn Sie heute überlegen, dass Frau von der Leyen und dann Herr Timmermans und dann Frau Baerbock, wenn Sie über den grünen New Deal und was wir jetzt da tun müssen und vor uns haben reden, nicht so ganz weit auseinander liegen, dann ist das für mich ein Fortschritt. Also dass Frau von der Leyen als Konservative und der Timmermans als Sozialdemokrat und Frau Baerbock als Grüne von diesem Zielsystem her und auch mit der Dringlichkeit, mit der Sie da reden, in eine Richtung schauen, das ist eine Veränderung, die man nicht unterschätzen darf. Weil das ist so ähnlich wie das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, als sich durchgesetzt hat wegen der Turbulenzen in der Weimarer Republik und dann jetzt des Weltkrieges und so weiter. Ohne einen Wohlfahrtsstaat und ohne soziale Leitplanken ist die Marktwirtschaft destruktiv und zerstörerisch. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine konservative, eine liberale und eine sozialdemokratische Idee von Wohlfahrtsstaat. Aber es gab die Richtung Wohlfahrtsstaat. Und wenn es jetzt gelingen könnte, dass wir eine gemeinsame Richtung einschlagen, dass die Grenzen des Erdsystems lokal und global eingehalten werden müssen, dass wir daran nicht vorbeikommen, dann wäre das eine sehr wichtige Veränderung. Das heißt, wir kämen raus aus der Nische. Wir würden die großen Achsen bewegen können. Und das ist im Grunde, das ist meine Erzählung. Ich teile natürlich komplett, was Antje, Bozius und andere in der Wissenschaft, in den Naturwissenschaften zeigen. In den letzten 30 Jahren haben sich alle Umweltindikatoren ins Schlechtere verschoben. Ich habe ja selbst hunderte von diesen Daten mit erhoben, mit dem Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung. Da würde ich ja nicht widersprechen. Aber wir haben diese gesellschaftlichen Veränderungen gehabt, die uns heute an den anderen Punkt gebracht haben, als wir 1990 standen. Und jetzt stehen unsere Gesellschaften an einer Kipppunktsituation, ähnlich wie das Erdsystem. Es kann nicht sein, dass wir jetzt eine solche Beschleunigung erleben, von der wir jetzt gerade sprechen. Es kann aber auch sein, dass wir wieder zurückkippen und diese Beschleunigung nicht auf die Schiene setzen können. Wir haben ja mit Trump und den rechtspopulistischen Bewegungen in Europa gesehen, wie schnell das passieren kann, dass unsere Gesellschaften abdriften in solche Richtungen. Das ist auch eine Kipppunktkonstellation, in der unsere Gesellschaften stecken. Wir brauchen deswegen eine taffe politische Auseinandersetzung, dass wir diese Grundorientierung jetzt gemeinsam verfolgen und das, was wir technologisch und finanziell können und wissen, wie das geht, das jetzt auch tatsächlich voranbringen. Und ich habe eine große Hoffnung, dass im Zusammenspiel jetzt mit den USA es hier vorangehen können. Auch das ist eine große Veränderung. Wir haben jetzt wieder eine Chance, auf China einzuwirken. Das war ja quasi verloren unter Trump. Ne? Also ich bin nicht beruhigt, ich bin nicht hyperoptimistisch. Aber ich denke, dass das Spielfeld, auf dem wir uns jetzt bewegen, Chancen eröffnet, dass wir gut vorankommen können. Michael Keller, können Sie uns mal erklären aus der Sicht von Wirtschaftsleuten, was die eigentlich brauchen, um umzudenken? Sie selber haben umgedacht, aber wie wird bei Ihnen, weiß ich nicht, innerhalb der Wirtschaft, Sie kennen bestimmt andere Unternehmerinnen und Unternehmer, gedacht? Was glauben die, was für eine Grundorientierung es braucht und welche politischen Rahmen es auch braucht? Also, ich denke, es gibt schon, das ist alles auch schon genannt worden, also die politischen Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, auf eine Weise wettbewerbstätig agieren zu können und umweltverträglich. Das muss sichergestellt sein. Es muss auch die entsprechende Unterstützung dafür geben, um sich in diese Richtung zu entwickeln. Ich glaube aber auch, das ist an vielen Stellen tatsächlich schon vorhanden. Ich würde gerne einfach mal aus meiner Praxis hier berichten. Bei unserem Standort in Erfurt haben wir unseren Energieverbrauch zwischen 2014 und 2019 um 78% verringert. Durch Anschaffung neuer Maschinen zum Beispiel, die deutlich effizienter sind. Miriam, aber eben auch nur noch 60% des Stroms verbrauchen. Hier in Osnabrück haben wir die Auflage, ein Energieaudit durchzuführen. Jedes Unternehmen muss so ein Energieaudit machen oder sogar ein Energiemanagementsystem etablieren. Das kommt so eingeflogen als eine Aufforderung, eine Notwendigkeit, die erstmal wieder auch also viel in Bewegung setzt und viel Aufwand kreiert.
Und dann merkt man, wenn man sich dann bewusst macht, was eigentlich im eigenen Unternehmen jetzt an Energieverbrauchern da ist und wie man damit umgehen kann, hat man Ansatzpunkte, um die Dinge zu verändern. Und das sind lauter Dinge, die kommen in jedem Unternehmen im Moment an und die sind hilfreich. Die werden auch vom Gesetzgeber eben vorgegeben und initiieren Initiativen. Und es tut sich enorm was. Wir haben jetzt zum Beispiel unseren Strom auf 100% Ökostrom umgestellt. Das kann man relativ einfach machen. Ich weiß gar nicht, warum man überhaupt noch was anderes als Ökostrom kriegt. Also vermutlich können wir nicht für alle den bereitstellen. Aber das ist ein Anruf und dann hat man 100% Ökostrom. Das sind Sachen, die man einfach machen kann und die sich anbieten. Aber sie machen ja nicht alle. Und das andere Problem ist ja zum Beispiel auch, dass viel darüber debattiert wird, ob Unternehmen nicht wieder stärker in regionalen Wertschöpfungsketten denken müssen. Da passiert relativ wenig. Oder wie würden Sie das einschätzen? Ist das notwendig, in regionalen Wertschöpfungsketten zu denken? Oder ist das sowieso ein Unsinn, den man sich da ausdenkt, vorstellt? Ja, an vielen Stellen wäre schon schön, wenn wir Dinge also ne, in dem eigenen Bereich organisieren könnten. Das ist aber im Moment, also das passt nicht mit den Abläufen zusammen, so wie sie da sind. Das ist eine hohe Herausforderung. Sehe ich im Moment nicht als praktikabel an. Okay, Alexander Bonde, wir haben ganz selbstverständlich die Börse vor 8, aber wenn der WDR einen neuen Instagram-Kanal startet, klimaneutral heißt er. 4 junge Journalisten wollen da Wissenswertes zur Klimakrise vermitteln. Dann wird dem Sender vorgeworfen, Wahlkampfhilfe für die Grünen zu machen. Den Ton gab dabei FDP-Fraktionsvize Alexander Lambsdorff vor. Wie kommt man davon weg? Vor rund 20 Jahren hat die Taz mal einen DBU-Mann gefragt, ihren Kollegen Felix Gruber, der ist immer noch bei Ihnen, was er sich von den Medien wünscht. Und der sagte damals, er würde die Menschen gerne direkter zum Umweltschutz hinführen mit Themen wie Umwelt und Ernährung. Das muss fühlbar werden. Was macht die DBU eigentlich dafür, dass das fühlbarer wird und dass es selbstverständlicher wird, dass alle Unternehmen zum Beispiel Ökostrom bestellen? Also ich glaube in der Tat, dass die Frage Umweltkommunikation und Umweltbildung, wir sprechen jetzt heute eher immer über Bildung für nachhaltige Entwicklung, einen ganz zentralen Stellenwert hat. Und insofern war das ein Thema, wo wir als DBU uns auch von Anfang an engagiert haben. Seit neuestem jetzt auch mit einer sehr großen Förderinitiative Education for Sustainable Development, ESD for 2030, wo wir das gleichnamige Programm der UNESCO begleiten, weil es natürlich in der Tat darauf ankommt, auch an vielen Stellen, sagen wir, erlebbar zu machen, was die Möglichkeiten sind. Und natürlich begrüße ich sehr, wenn die ganzen Umweltfragen auch in den Medien ihren adäquaten Stellenwert bekommen. Ich glaube, die Zeit, wo man das, sagen wir, parteipolitisch irgendwie wegbuchen konnte unter Nische und irgendwie Wahlkampf, die sind weit vorbei. Also sagen wir, wer glaubt, die Klimakrise sei ein parteipolitisches Problem, der muss einfach in den Wald irgendwie um die Ecke gehen. Also ich war am Wochenende im Schwarzwald unterwegs, aber Sie können jedes beliebige größere Waldgebiet dieser Republik nehmen, wo wir im dritten Hitzejahr in Folge einfach massiv sehen, die Klimakrise ist da, sie ist bei uns da und sie hat Auswirkungen auf Menschen, auf Umwelt, aber auch auf Wirtschaftskreisläufe. Aber natürlich insgesamt brauchen wir da Angebote, wo wir Leute, sagen wir, informieren, aber vor allem auch, wo wir Leute mit unterschiedlichen Interessenlagen an den Tisch bekommen. Insofern spielt für uns, im Film haben wir es ja vorher gesehen, gerade diese Frage der Zielkonflikte, der Nachhaltigkeitsdilemmata, die sogenannten Wicked Problems, ein großes Problem, weil wir da auch mehr Diskurs brauchen, um auch Probleme aufzulösen, uns auch mit ökologischen Konflikten auseinanderzusetzen, nicht um des Streits willen, sondern um sie tatsächlich auch zu lösen und produktiv voranzubringen. Und ich habe es ja vorher gesagt, wir haben an vielen Stellen oft einen sehr technischen Blick auf die Dinge als DBU. Aber technische Innovationen können ohne eine gesellschaftliche Debatte, ohne gesellschaftliche Unterstützung, gesellschaftliche Initiative, also ohne Bildung und Kommunikation drumherum gar nicht funktionieren. Also ökologische Transformation braucht gesellschaftliche
Akzeptanz, braucht Bildungs- und Mitwirkungsangebote. Denn kann man sagen, die Transformation ist ein Segelschiff bei schwachem Wind, wenn sie gesellschaftlich nicht getragen wird. Und dann werden wir nicht rechtzeitig ins Ziel kommen. Und insofern in der Tat das Erlebbarmachen und das Mitmachen ist, glaube ich, wichtiger denn je. Also insofern, ich wünsche mir noch viel mehr als nur ein Instagram-Account vom WDR. Myriam Rapior, man muss irgendwie alle für diese Transformation bekommen, sonst kann man sie womöglich nicht machen. Was würden Sie denn, wenn Sie jetzt an der Stelle von, sagen wir, Peter Altmaier wären, machen? Wie würden Sie dann handeln? Haben Sie irgendwie eine Idee, was man dann jetzt als nächstes machen müsste? Peter Altmaier ist super. Die Stelle nehme ich sofort für einen Tag. Okay, geben wir weiter. Ja, also das zum Beispiel in Sachen Lieferkettengesetz. Ich glaube, einige Unternehmen hätten sich da auch mehr Guidance gewünscht, ambitioniertere Forderungen gewünscht. Das Lieferkettengesetz könnte man noch viel ambitionierter machen. Frau Keller hat es eben angesprochen, die Wertschöpfung, da so weit können wir noch nicht gehen, in die gesamte Wertschöpfungskette uns anzuschauen. Ich glaube, es wird ziemlich relevant, dass deutsche Unternehmen sich die gesamte Wertschöpfungskette anschauen. Beispiel, dass sich Landwirtinnen anschauen, wo das Soja für die Tiere herkommt. Also Lieferkettengesetz, das muss ambitionierter sein. Es geht auch nicht, dass wir Umweltfaktoren ins Ausland exportieren. Also dass wir zum Beispiel CO2-intensive wirtschaftliche Aktivitäten einfach ins Ausland exportieren und dann auf unserer Bilanz stehen haben, oh, wir sind ja super klimaneutral. So geht das natürlich auch nicht. Also der Punkt. Auch die, sagen wir mal, Berichtspflicht für Unternehmen. Da sind ja viele Sachen, die noch, wo Unternehmen blind sind. Was sind denn die Auswirkungen von unternehmerischen Aktivitäten auf die Biodiversität? Wie messen denn Unternehmen ihre Auswirkungen? Für den Punkt, da sind Unternehmen noch ziemlich schwach in der Berichtspflicht. Also da müsste man eigentlich wirklich sich die Öko-Brille aufsetzen und auf die Wirtschaft schauen. Und das würde ich einen Tag als Wirtschaftsministerin so tun. Ich denke, da könnte Peter Altmaier noch viel mehr aus Sicht der Umwelt und einmal für einen Tag die Umweltperspektive aufsetzen und schauen, was möglich wäre wirtschaftlich, wenn wir die planetaren Grenzen wahren. Aber selbst an einem Tag würden wahrscheinlich sehr, sehr viele Verbände bei Ihnen anklopfen und dann zum Beispiel sagen, das überfordert uns, das schaffen wir nicht, wir können die Arbeitsplätze dann nicht halten. Herr Wirtschaftsminister, Sie sind doch eigentlich für uns da. Was bürden Sie uns da auf? Was würden Sie dann sagen? Sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. Selbstverständlich, man muss sich die Argumente da anschauen. Man muss aber auch schauen, dass manche Argumente vielleicht Scheinargumente sind. Und zum Beispiel dieser Punkt Arbeitsplätze. Ich denke, dass eine regenerative Wirtschaft auch viele Arbeitsplätze sichert. Also das lasse ich mal so nicht gelten. Und ich bin mir sicher, wenn wir auf die ökologische Nachhaltigkeit bauen, da haben wir 2040, 2050 für meine Generation auch noch Arbeitsplätze. Also mit dem Argument würde ich nicht durchgehen lassen. Dass wir Perspektiven sichern müssen, das ist doch klar. Aber Fakt ist, wenn wir jetzt nichts verändern, dann verlieren wir doch die Perspektive. Dann können wir 2050 nichts mehr aus dem Boden rausholen und so weiter. Also das Argument, wir müssen doch überleben, das impliziert doch, dass wir ökologische Veränderungen vornehmen müssen. Dirk Messner, wir sind noch bei dem Punkt, wie leistet man Überzeugungsarbeit, wenn man eine sozial-ökologische Transformation voranbringen will. Neulich sagte ein Umweltschützer zu mir, erstmals, jetzt in Corona, haben wir alle Egoisten an Bord, die Angst um ihre eigene Gesundheit haben, nicht nur jene, die sich um Natur und Tiere kümmern. Muss man mehr über die Gesundheitsfragen reden, wenn man über Umweltschutz und Naturschutz reden will? Oder auch Klimaschutz? Oh. Na, ich habe mich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Menschen sich motivieren lassen zu tiefgreifendem Wandel. Darüber reden wir hier ja. Ne? Und tiefgreifender Wandel ist ja auch im Grunde, muss man sich ja auch klar machen, das ist ja sowas wie eine Zumutung. Viele Leute fühlen sich durch alles Mögliche schon überfordert. Jetzt haben wir die Corona-Krise noch dazu, aber Digitalisierung, Globalisierung, technologischer Wandel. Und dann kommen wir daher und sagen, wir brauchen die große Transformation zur Nachhaltigkeit und zwar morgen früh abzuschließen bis zum Ende des Jahres. Ne? Das irritiert ja viele Leute. Deswegen muss man sich darüber Gedanken machen, wie Motivation für Wandel erzeugt werden kann. Und ich glaube, dass da drei Elemente
zentral sind. Das geht jetzt in Richtung Ihrer Fragestellung, Frau Geesmann. Ne? Menschen müssen verstanden haben, dass es ein generelles und wichtiges Problem gibt, das wir lösen müssen. Und mein Eindruck ist, das haben in Deutschland und Europa ziemlich viele Menschen verstanden. Das ist der Ausgangspunkt dafür, dass man überhaupt für Wandel argumentieren kann. Dann muss man im zweiten Schritt, Frau Keller, darüber haben Sie viel gesprochen, da muss man zeigen, dass das, was wir da als Lösung vorschlagen, aus der Wissenschaft heraus, aus der Wirtschaft heraus, dass das geht. Man muss zeigen, dass Veränderung nicht noch größere Probleme schafft oder wieder neuere Probleme schafft, sondern dass Wandel möglich ist, ohne dass unsere gesellschaftlichen Grundlagen zerstört werden. Dass wir gezeigt haben, dass erneuerbare Energien auch komplexe Volkswirtschaften mit Elektrizität versorgen können, ist sehr wichtig. Und dass uns nordeuropäische Länder zeigen, wie man in den Städten den Verkehr ganz anders organisiert, als wir in Berlin und Köln beispielsweise, die Zahl der Autos reduzieren kann, da ökologisch verträglicher werden kann, das ist wichtig, dass man zeigt, dass das geht. Das ist also das zweite Element. Nachdem Menschen verstanden haben, dass es eines Wandels bedarf, muss man zeigen können, dass das, was man da vorschlägt, auch funktioniert. Und der dritte Punkt, und daher komme ich jetzt zu dem Gesundheitsaspekt, Frau Geesmann, den Sie angesprochen haben. Der dritte Punkt ist, Menschen sind motiviert, sich zu ändern und dazu beizutragen, Dinge mitzuverändern, wenn sie den Eindruck haben, dass sich dadurch ihre Lebensqualität auch positiv beeinflussen lässt und eine positive Zukunft am Ende des Horizonts aufscheint. Die großen Veränderungsprozesse in unseren Gesellschaften in den letzten Hunderten von Jahren hatten als Ausgangspunkt immer die Perspektive auf ein besseres Leben. Und Gesundheit ist da natürlich ein ganz zentrales Element. Das lernen wir jetzt neu schätzen in der Corona-Krise. Und ich glaube, dass wir mehr über diese Verbindung zwischen dem, was wir brauchen in Bezug auf Reduktion von Treibhausgasen und Ressourceneffizienz und so weiter, die wir müssen das verbinden mit einem Diskurs zu besseren Möglichkeiten des Lebens und zu einer attraktiven Zukunft und attraktiven Lebensentwurf. Und von daher, aus dieser Perspektive, sind diese kulturellen Innovationen, an denen wir arbeiten müssen, genauso wichtig, Alexander, wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie die technologischen Innovationen, ohne die es natürlich nicht geht. Und ich glaube, wir sind besser in der Problemanalyse als in dem Aufzeigen von attraktiven Zukünften. Und daran müssen wir arbeiten. Also es geht um ein besseres Leben, Antje Boetius. Aber jetzt haben wir darüber viel geredet, wie man kommunizieren kann. Jetzt müssen wir mal darüber reden, weil 2021 das dritte entscheidende Jahr hintereinander ist. Was man jetzt sofort anschieben muss. Wir werden nicht bis Ende des Jahres fertig werden, aber was muss man jetzt eigentlich tun? Wäre es hilfreich, wenn alle Kommunen den Klimanotstand ausrufen würden? Oder was würden Sie jetzt sagen, muss sofort passieren? Also mich überzeugen möglichst klare und weitsichtige Vorschläge, die damit zu tun haben, dass man den ersten Schritt tut, was anfangs gesagt wurde, eben also die Nutzung regenerativer Energien befördert und das, was zerstörerisch ist, einfach teurer macht. Und das ist der berühmte Vorschlag, ja, man mag es CO2-Preis nennen oder Emissionshandel oder dieser ein Wirkraum, der uns anleitet, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen. Da gibt es ja unglaublich viele Studien dazu. Auch der DBU-Preisträger Ottmar Ettenhofer ist da federführend, hat ganz viel drüber gearbeitet und es zeigt sich einfach, dass Steuern Lenkungswirkungen entfalten können, die auch wieder besonders, wenn sie eben im europäischen Verbund oder im internationalen Verbund gelingen, die dann es einer Gesellschaft ermöglichen, umzubauen. Das ist ja, wir haben ja eine lange Geschichte in solchen Dingen und das ist ein ganz wesentlicher Schritt, wenn es nur um Klima geht. Bei Naturschutz, den wir gleichzeitig auch brauchen, die Dinge müssen eben zusammenfallen und nochmal, das will ich nochmal ganz klar sagen, Klimaschutz ist eins. Aber dort, wo wir eben als Deutschland zum Beispiel eine globale Richtung brauchen, globale Wirksamkeit brauchen, müssen wir empfindliche Lebensräume schon jetzt durch Naturschutz erhalten, verbessern, aufwerten. Das muss zusammengedacht werden. Und auch dafür gibt es Bedarfe an Regeln, Bedarfe an Schritten. Und ganz wichtig ist, dass man in der Wirtschaft dabei ja auch ganz viele Akteure findet, die das schon vollständig verstanden haben und die ebenso, wie wir alle als Bürgerinnen und Bürger einfordern, es braucht diesen klaren Rahmen, es braucht auch die Investitionen in Infrastruktur, zum Beispiel Wasserstoff muss bei den Stahlwerken ankommen und all solche Dinge. Und das ist natürlich immer so, dass wir bei Kommunikation emotional werden. Es geht ja auch um Ängste und um Hoffnung. Aber eigentlich sind so viele Bausteine da, die eine Klarheit und eine klare Richtung brauchen. Und hier kommt es Ihre Frage Klimanotstand. Es ist wichtig, dass wir priorisieren, in eine andere Zukunft zu kommen, weil die holt uns sonst ein durch mehr und noch mehr Krisen.
Nun kann man schlecht logisch denken und kühn planen. Also ist es aber wichtig, jetzt auch in den politischen Verhandlungen zur nächsten Koalitionsverhandlung zum Beispiel dem Klima und der Natur da drinnen die Priorität zu geben, die sie jetzt dringlich verdient. Das mag man Notstand ausrufen oder Klimakrise ausrufen nennen. Was ich damit aber eigentlich meine, ist eine Klarheit, es geht jetzt ums Ganze. Darum geht's. Und das ist, glaube ich, wichtiger, das so klar zu sagen, als sich jetzt darüber zu unterhalten, heißt das jetzt Krise oder Notstand oder wer ruft den aus? Das sind oft dann so Nebelkerzen, mit denen man sich ewig aufhält, aber es bringt einem nicht so viel wie die Klarheit, was kommt da denn auf uns zu? Und der Green Deal, kann der diese Klarheit schaffen? Und, auf jeden Fall, der Green Deal hat ganz viele, also in Bezug Klima habe ich mir das auch, so wie Dirk, wir haben ja da gesessen und geredet, da sind ganz fürs Klima ganz viele essentielle Bausteine. Gucke ich dann aber in Landwirtschaft rein, da kriege ich schon wieder das Heulen, weil da sind wieder Ziele verrissen, die eigentlich schon da waren. Okay. Und dieses Wirrwarr ist eben aufzulösen und nochmal für die Meere, für die Landwirtschaft, für die Wälder. Wenn wir die CO2-Schraube, mit der noch lange so umgehen müssen, wenn wir mit Hitzewellen umgehen müssen und mit Dürre, dann müssen wir umso ehrgeiziger im Naturschutz werden, im Umweltschutz und die Vielfalt der Belastungen zurückfahren. In den Meeren gilt das ganz besonders. Nochmal kurz anfangs Ihre Frage, was kann man denn noch tun? Wir können wenigstens beim Lärm aufpassen, wenn die Meere trotzdem saurer werden und zu warm für manche Fische und so weiter. Also diese Klarheit der multiplen Drücke und die runterzubrechen in Aktionspläne, das ist doch eigentlich das, was es jetzt braucht. Und es ist nicht so wichtig, ob wir das Krise nennen. Ich würde es einfach kühnes, politisches, zukunftsgewandtes Handeln nennen. Maike Keller, was würden Sie denn dann von einer Myriam Rapio als Wirtschaftsminister halten? Oder anders gefragt, wenn jetzt so ein kühner CO2-Preis kommen würde, was würden Sie und Ihre Kollegen dazu sagen? Ich weiß nicht, was die Kollegen dazu sagen würden. Grundsätzlich passt das. Es muss so eine klare Richtlinie geben. Und ich, also bei Myriam Rapio freut mich oder begeistert mich ihre Begeisterung und ihre Entschiedenheit für dieses ganze Thema. Ich komme aus Osnabrück. Osnabrück ist die nachhaltigste größere Stadt im Jahr, also ist ausgezeichnet worden als solche im Jahr 2020. Die Städte sind mit 70% die größten Akteure im Bereich Treibhausgasemissionen. Wenn wir da ansetzen und wenn wir jetzt nicht von Krise sprechen, sondern von attraktiven Zukünften in den Städten, die vorangebracht werden, zum Beispiel in Osnabrück mit einem ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen, der ökologische, aber auch soziale Elemente mit integriert, dann schaffen wir damit ein Bild, das die Menschen motiviert, das die Menschen antreibt, also dem nachzueifern. Und das, glaube ich, ist ein attraktiver Weg. Myriam Rapio, was würden Sie sagen, welche sozialen und auch kulturellen Innovationen müsste man jetzt anschieben, braucht es? Könnten Sie die Frage wiederholen? Bei uns hat sich gerade die Anzeige umgestellt. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Vielleicht könnten Sie das wieder... Gar kein Problem. Welche sozialen und kulturellen Innovationen braucht man? Ja, was heißt Innovation? Also Innovation verbinde ich jetzt nicht direkt mit Kultur und sozialen Aspekten. Also vielleicht meinen Sie so Sachen wie, dass wir uns als Individuen nochmal unser Leben umdenken. Unser Leben, sage ich so grob, weil wir uns ja die Frage stellen müssen, was brauchen wir, um gut zu leben und innerhalb planetarer Grenzen zu leben. Da brauchen wir den sozialen Wandel, den Wandel dahin, dass wir anerkennen, dass wir nicht immer mehr konsumieren müssen. Dass es gut ist und dass es auch erstrebenswert ist, wenn wir weniger konsumieren. Und da müssen wir auch hin als Gesellschaft. Okay, also mehr Sharing-Modelle, mehr unverpackte... Sharing-Modelle zum Beispiel, das ist ein Beispiel, aber dass wir uns bewusst werden die Auswirkungen unseres Konsums, ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Andererseits sollte natürlich auch die Politik die Weichen dahin stellen, dass nicht von jedem Individuum die Zukunft unseres Planeten abhängt. Das kann man natürlich auch nicht erwarten von Individuen.
So, deswegen, das verbinde ich mit sozialem Wandel. Ob man das als soziale Innovation, kulturelle Innovation betiteln kann, das glaube ich so nicht. Ich sehe auch nicht die Verantwortung, wie gesagt, im Bereich soziale Innovation jetzt, um unsere Wirtschaft zu ökologisieren. Ja, Sie fordern die Politik. Ganz eindeutig. Krieg und Wirtschaft. Ganz eindeutig. Mhm. Richtig. Alexander Bonde, was glauben Sie? Sie gelten als sehr technikaffin. Bonde selbst hängt am Ladekabel. So hat es mal die Neue Osnabrücker Zeitung beschrieben. Was machen Sie bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt als nächstes? Sie haben gesagt, der Digitalisierung sei ein Schlüssel. Was ist da zu erwarten? Oder sagen Sie, nee, wir müssen wegen der Biodiversitätskrise uns doch noch mehr um unser Naturerbe schützen? Wo wollen Sie im Naturschutz hin? Ja, ich und mein Smartphone, selbst die Notz hat es mitgekriegt. Aber in der Tat, also ich bin überzeugt, dass wir mit der Digitalisierung noch mal ganz neue Möglichkeiten bekommen haben, wo wir uns als Umweltschützer noch vor kurzem die Finger nachgeleckt hätten. Aber die Digitalisierung ist natürlich auch nicht per se ökologisch. Also haben jetzt Dirk Messner, damals noch WBGU-Vorsitzender, ja am Tisch, der im großen Gutachten beschrieben hat, dass wenn man der Digitalisierung nicht auch einen ökologischen Korridor gibt, dass sie selber Brandbeschleuniger ist mit den Ressourcen, die sie verbraucht und den Emissionen, die sie mit verursacht. Aber wenn wir uns angucken, was Franz Timmermans, glaube ich, vorher noch mal sehr beeindruckend als Zielperspektive für Europa ausgegeben hat, das finden sich natürlich mit Fragen wie der Kreislaufwirtschaft, aber auch bis rein in den Artenschutz lauter Themen, wo wir heute mit der Digitalisierung Technologien in die Hand bekommen, wo wir lauter Dinge machen können, sehr viel effizienter arbeiten können, wenn es uns gelingt, Rohstoffe im Kreis zu führen und nicht sie immer mit viel Aufwand, viel Naturverbrauch neu zu generieren, um sie nach einer kurzen Nutzungszeit wieder zu entsorgen, dann sind es genau die Perspektiven, die wir heute brauchen. Und insofern glaube ich in der Tat, das Thema Digitalisierung, das Thema Kreislaufwirtschaft ist eines, wo wir auf allen Ebenen gut beraten sind, die Chancen zu nutzen, aber vor allem auch hart daran zu arbeiten, dass so Megatrends wie Digitalisierung uns nicht die Risiken noch weiter vergrößern. Also ich bin überzeugt, da gibt es eine Reihe von ganz spannenden Potenzialen, gerade auch für Mittelständlerinnen und Mittelständler, da weiter voranzugehen. Und insofern ist es ein Thema, was wir im Herzen tragen. Und es beißt sich auch nicht mit dem Naturschutz, denn auch da, ne, eine Organisation wie wir mit viel Waldbesitz, wir wissen, wie wichtig es ist, gute Daten zu haben. Wir wissen, wie wichtig es ist, gerade auch weltweit im Schutz von solchen Naturschutzgebieten, hier auch mit neuen technologischen Methoden zu arbeiten. Also insofern ist es, glaube ich, eher der Punkt, dass wir gucken, was braucht es wo und das Beste aus den Welten zusammenfügen, wenn wir die eine Welt, die wir haben, bewahren und erhalten wollen. Dirk Messner, wir haben gehört, dass in den Parteien sich einiges tut. Manchem geht das nicht weit genug, natürlich. Aber auch der linken Parteitag zum Beispiel war jetzt geprägt von Klimadebatten mit. Und die Frage ist jetzt, wenn man eine wirtschafts- und industriepolitische Modernisierung Deutschlands möchte, braucht man dann vielleicht auch nicht nur die Parteien, sondern andere neue Bündnisse und muss zum Beispiel Bündnisse mit Gewerkschaften schließen? Also, wenn ich mir den nächsten Koalitionsvertrag vorstelle und ich komme dann gleich zu den Akteuren, die man braucht, damit man das umsetzen kann, ne, dann hätte der eigentlich drei, sagen wir mal, Kernabschnitte. Im ersten Abschnitt muss stehen, was wir eben alle diskutiert haben. Wir sind in einer echt fulminanten Krise. Wir haben eine Betonwand vor der Nasenspitze stehen. Und jetzt brauchen wir einen Aufbruch zur Nachhaltigkeit. Also wir müssen die Dringlichkeit und die Ernsthaftigkeit deutlich machen. Einen Kompass brauchen wir, ne? Und der zweite Punkt ist dann, da haben wir jetzt fast alles abgegrast, Frau Gerstmann. Ne? Der zweite Abschnitt müsste dann sein, hier sind die 5, 6 Kernprojekte, die jetzt gewuppt werden müssen. Das Energiesystem, die Biodiversität und deren Schutz, die Mobilität. Und in all diesen Bereichen, die wir eben andiskutiert haben, wissen wir im Grunde, was zu tun ist. Das ist besser, als wenn wir keine Ahnung hätten, wohin wir laufen müssen. Das ist das zweite große Kapitel. Wir haben Kernprojekte, Meilensteine. Da müssen wir dran, da müssen wir uns klare Ziele setzen und die Regeln, damit man die Ziele erreicht. Ne? Und dann haben wir ein drittes Kapitel, da ist im Grunde dicke Bretter bohren angesagt. Wir müssen ja, und das ist neu für die Umweltpolitik, wir müssen ja alle Politikfelder auf Umwelt- und Klimaschutz bürsten.
nicht nur die Umweltpolitik macht Umweltpolitik, sondern unsere Beschaffungspolitik, unsere Technologiepolitik, unsere Steuerpolitik. Das alles muss auf Umwelt- und Klimaschutz umgebürstet werden. Das ist ziemlich viel Arbeit. Ne? Und das ist ein Paradigmenwechsel. Und das ist sehr viel kleine Bretter, sehr viel dicke Bretter geworden. Das ist irgendwie das Gesamtpaket, das man da benötigt. Ne? Und dafür braucht man auf alle Fälle Unternehmerinnen und Unternehmer wie Frau Keller hier. Frau Keller, Sie zeigen, dass es, was man tun kann, was man verändern kann und dass Wirtschaft und Umwelt und Klimaschutz zusammengehen können. Ich bin froh, dass viele Unternehmen sich in diese Richtung jetzt geäußert haben. Die Stiftung 2 Grad, die sich um die 2-Grad-Grenze kümmert mit Unternehmen zusammen, ist sehr erfolgreich und sehr dynamisch im Augenblick. Das ist super. Wir brauchen die Gewerkschaften und alle Akteure, die sich um die sozialen Balancen in unserer Gesellschaft kümmern, weil es wäre ja fatal, wenn wir einen Klimaschutz und Umweltschutz voranbrächten, der uns die soziale Kohäsion im Land zerstört, weil viele Menschen den Eindruck haben, ich kann das nicht bezahlen, das bleibt alles bei mir hängen, das ist ein Projekt von Mittelschichten, das geht mich gar nichts an. Also wenn wir soziale Kohäsion und die Umwelt- und die Klimaproblematik nicht zusammenbringen, werden wir diese Auseinandersetzung nicht gewinnen. Und deswegen sind Bündnisse, die in Richtung von Gewerkschaften und anderen Akteuren gehen, die sich um die sozialen Fragen unseres Landes kümmern, von herausragender Bedeutung. Mhm. Vielen Dank. 2021, das ist die Chance für einen Koalitionsvertrag mit 3 Kapiteln, meine Damen und Herren. Es geht darum, dass wir dann 2051 nicht da stehen und unseren Kindern und Enkelkindern nicht erklären müssen, oh, 2021, da haben wir etwas verpasst, oder dass möglicherweise eine Historikerkommission sich da hinsetzen muss und sich daran macht, zu erklären, warum 2021 dem Rat der Wissenschaften nicht gehört wurde und man den Klimawandel nicht besonders entschlossen bekämpft hat, meine Damen und Herren. Deshalb müssen wir uns noch mal überlegen, wo das Ganze denn eigentlich hinführen soll. Wie sieht 2051 dann genau aus, meine Damen und Herren? Am Ende dieser Festveranstaltung machen wir jetzt noch mal eine ganz schnelle, kurze Runde und fragen Antje Boetius, welches Revier werden Sie in 30 Jahren empfehlen, um Fische und Korallen zu sehen? Ach, das wird zum großen Teil Aquakultur sein müssen, nachhaltige Aquakultur, weil wir ganz große Teile der Ozeane unter Schutz gestellt haben. Und Maike Keller, wie werden wir in 30 Jahren arbeiten? Genauso viel wie heute, die Hälfte der Zeit, ein Drittel der Zeit, noch mehr als heute, das gilt als Antwort nicht. Wir hören Sie gerade nicht. Wir kommen mit einem Drittel der Zeit klar, glaube ich. Wir können viele der To-Dos können wir delegieren an die Maschinen und können uns an wesentliche, also nein, die Dinge sind auch wesentlich, aber an freudvolle Dinge und kreative Dinge richten. Vielen Dank. Und Myriam Rapior, wie hüten Sie sich in 30 Jahren davor, die Verantwortung auf die junge Generation abzuwälzen? Wie ich mich davor hüten werde? Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht. Sie meinen, das passiert Ihnen auch? Wahrscheinlich werde ich auch nur auf die Jugend zeigen und sagen, die machen es dann besser. Okay, ist wunderbar. Dirk Messner, wird das Umweltbundesamt in 30 Jahren noch eine Klimaabteilung haben? Ja, vielleicht, nein. Auf alle Fälle. Ich werde sie leider nicht mehr leiten können. Aber ich wäre gerne in der Historikerkommission, die feststellt, dass zwischen 21 und 51 der Umbruch zur Nachhaltigkeit gelungen ist und warum. Wunderbar, vielen Dank. Und Alexander Bonde, in 30 Jahren ist die Deutsche Bundesstiftung Umwelt nicht mehr da, wichtiger denn je, oder kümmert sich dann um was? Das Schöne an Stiftungen, sie sind für die Ewigkeit gemacht. Und insofern wird es die DBU auch in 30 Jahren noch geben. Und ich glaube, wir werden immer einen Bedarf dafür haben, dass wir ökologisch Dinge noch besser machen. Insofern wird es immer die Pionierinnen und Pioniere brauchen. Insofern wird es immer auch Leute brauchen, die, sagen wir, im Maschinenraum der Ökobewegung gucken, dass man Projekte unterstützt und fördert. Also insofern, glaube ich, haben wir da weiterhin viel zu tun. Auch wenn, glaube ich, das richtig große Geschäft für die Lösung der großen ökologischen Krisen nicht in 30 Jahren, sondern in den nächsten 3 ist. Alexander Bonde, Antje Boetius, Dirk Messner, Myriam Rapior, Maike Keller, ganz herzlichen Dank. Und meine Damen und Herren, bevor Alexander Bonde nun das letzte Wort hat, möchte ich noch einmal sagen, herzlichen Glückwunsch, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Ihr Einsatz für die Erde, er wird gebraucht. Nehmen Sie die Bundeskanzlerin beim Wort, machen Sie weiter. Ich wünsche von Herzen viel Erfolg. Alexander Bonde, bitteschön.
Ja, sehr verehrte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mit uns auf 30 Jahre DBU zurückgeschaut haben, aber vor allem vielen Dank dafür, dass Sie mit uns nach vorne schauen auf die großen ökologischen Aufgaben, die vor uns stehen. Denn es ist die traurige Wahrheit, die großen Umweltprobleme sind trotz ökologischer Erfolge in den letzten 30 Jahren wohl eher mehr als weniger geworden. In den 90er Jahren, als die DBU gegründet wurde, da haben wir uns beschäftigt mit Fragen saurer Regen, Waldsterben, Ozonloch, Auswirkungen auf die Luftqualität und die Wassergüte durch industrielle Prozesse. Und da konnte viel getan werden. Man hatte damals viele Möglichkeiten, mit End of the Pipe besser zu werden. Ein großer Erfolg damals, das Ozonloch, ist durch beherztes internationales Handeln, aber auch unterlegt durch Erfindungsreichtum geschlossen worden. Die neu gegründete DBU konnte damals einen kleinen Beitrag mitleisten, indem wir beteiligt waren am ersten FCKW-freien Kühlschrank. Das waren Schwerpunkte damals. Es waren andere, als sie heute sind. Und die heutigen Probleme sind sehr viel herausfordernder. Die Klimakrise, wir sind mittendrin angekommen. Der Verlust der Biodiversität schreitet massiv voran. Und es sind Krisen, die noch mal sehr viel komplexer sind und die uns noch sehr viel mehr abverlangen werden, als die Krisen der 90er es getan haben. Insofern, so wichtig die letzten 30 Jahre Stiftungsarbeit waren, entscheidend für die Lösung der großen ökologischen Themen dieser Tage sind die nächsten Jahre. Und ich glaube, die vergangenen 2 Stunden Diskussion haben das auch noch mal eindrücklich gezeigt. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie dabei waren. Wir danken für die vielen Glückwünsche und die prominente Wertschätzung unserer Arbeit. Die spannende Diskussion und die Blicke nach vorn in eine nachhaltige Zukunft, die nehmen wir als eine starke Motivation mit, weiter voranzugehen. Wir wollen als Stiftung auch weiter in Zukunft mit Innovationen die Lösung ökologischer Probleme aktiv voranbringen. Die wichtigste Voraussetzung für all das, was wir tun und was wir in den letzten 30 Jahren erreicht haben konnten, das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin wirklich sehr froh, dass wir mit Ihnen so ein kompetentes Team am Start haben und Sie alle Tag für Tag hochmotivierten Beitrag dazu leisten, unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Das ist unser Privileg als Stiftung, aber auch unsere Aufgabe. Und insofern blicken wir dabei weiter voller Tatendrang in die Zukunft. Bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich bei unseren vielen Partnerinnen und Partnern, die uns ihr Vertrauen schenken und mit uns gemeinsam innovative Projekte voranbringen. Pionierarbeit, Innovationsgeist darf nie ruhen. Insofern wollen wir das auch nicht. Gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft wollen wir auch künftig weiter Impulse setzen. Denn wie gesagt, heute feiern wir die letzten 30 Jahre DBU, aber der Blick geht vor allem nach vorn. Denn in den nächsten Jahren entscheidet sich, ob wir die Klimakrise rechtzeitig bewältigen, ob aktiver Klimaschutz Realität wird. In den nächsten Jahren entscheidet sich, ob 1 Million Arten auf der Welt sterben oder ob wir umsteuern und die Vielfalt des Lebens auf der Erde erhalten. Nachhaltig in die Zukunft, das Motto der heutigen Veranstaltung, bleibt also Arbeitsauftrag und bleibt unsere Mission. Daher zum Abschluss Ihnen allen frohes Schaffen und bleiben Sie gesund.